Ha, schön, geschafft, wunderbar, freut mich. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Danke fürs zahlreiche Einschalten. Naja, zahlreich. schön. Oh, Rise of the Tomb Raider. Hallo, Sophia. Freut mich, dass du eingeschalten hast. Das freut mich echt. Ja, wie geht es euch? Wie geht es euch da draußen? Mir geht's, naja, ganz gut eigentlich. Nachdem ich heute früh noch schnell ein Spiel ausgesucht habe, nachdem Timmy mir zum Glück gestern gesagt hat, ey, Factorio ist nicht so toll, mach mal was anderes, habe ich mir gedacht, ich mache wirklich mal was anderes. Das passt eigentlich gar nicht zu mir, sage ich mal gleich dazu. Ja, läuft, danke. Und es hat was mit dem Wilden Westen zu tun. Ich mag den Wilden Westen ja sehr. Also zumindest dieses ganze Genre, was Spiele und so weiter angeht. Und ich freue mich auch schon mega derbst auf nächsten Monat Red Dead Redemption 2. Das wird so geil. Aber für heute Abend habe ich doch mal etwas Unkonventionelles rausgesucht. Es hat mit Rätseln zu tun und es ist ein Wimmelbildspiel. Ich habe sowas noch nie gespielt und ich ändere jetzt auch direkt mal den Stream-Title, damit das sofort losgehen kann. Und zwar heißt dieses tolle Spiel Golden Tail. Ist von den Big Fish-Machern. Von wem auch sonst? Nicht gefunden? Was? Findet er gerade nicht? Na gut. Geht das so? Moment. ich habe keine Ahnung. Ich habe nur mal kurz reingeschaut und ich weiß nicht, ob's gut ist. Hat er den Streamtitel jetzt geändert? Nein, hat er nicht. Mann, warum denn nicht? Golden Tail. Finde da nicht. Moment, ich muss das ganz schnell auf der Seite ändern, weil irgendwie im Streamlabs OBS schafft er das komischerweise nicht zu ändern. Ich weiß nicht warum. Es geht sofort los. Gib mir noch einen kleinen Moment. Einen ganz, ganz klitzekleinen Moment. Ha, nee. Dass der immer den Stream sofort starten muss hier. Also das ist irgendwie, finde ich das blöd bei Twitch. So, Moment. Ich bin gleich für euch da. So. Golden Tail. Findest du das jetzt hier? Hier findet er das komischerweise auch nicht. Vorhin hast du es doch noch gefunden. Hätte ich es doch nur gleich gerne. Nein, es heißt ja auch Golden Trail, ich honk. So, nehmen wir den da. Entschuldigung. So, Bild Action nennen wir das Ganze. So, Informationen aktualisieren. Ja, ein guter Mod würde das für mich ändern. Aber das macht nichts. Wenn man das Spiel falsch benennt, dann kann das der Mod auch nicht finden. Keine Ahnung. Hallo, Fallen Dragon? Dragon? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. ich gehe direkt mal in das Spiel rein. Dazu wechsle ich doch glatt hier die Szene. Und zwar hier drauf. Und dann starten wir doch direkt mal in das Spiel rein. Ja. So, gerade Multitwitcher. Ah, okay. Du lockst wieder überall ein bisschen. Das finde ich gut. Das ist sehr nett von dir. Okay. Ja. Ja, schauen wir doch mal, was das Schönes ist. Ich habe noch keine Ahnung. So. Und dann starten wir direkt mal in das Spiel rein. Nee, ich kann das auch nicht. Ich kann das auch nicht, Sophia. Okay, Jack. You've done a good job. It's time to take a break. Okay, Jack, du hast gute Arbeit geleistet. Es wird Zeit für eine Pause. I've reserved a nice place for you in a small town not far from Dallas. Ich habe für dich ein nettes Zimmer in einer kleinen Stadt bei Dallas reserviert. Warum rede ich eigentlich so? Bill, you can't force me to take a vacation. Bill, du kannst mich nicht zu einem Urlaub zwingen. Warum nicht? Ich würde das gerne machen. Listen, Jack. You're an excellent sheriff, but you're exhausted. Sunnyvale is a small, quiet town. Just what you need. You leave tomorrow. Hör mal, Jack. Du bist ein guter Sheriff, aber du bist erschöpft. Sunnyvale ist eine ruhige Stadt. Genau das, was du brauchst. Und morgen fährst du dahin. Morgen und nicht heute. Morgen. Hey.
So, fahren wir doch mal nach Sunnyvale. Welcome to Sunnyvale. Sometimes we're not happy with changes in our lives, especially when these changes take us to the middle of nowhere. But who knows? Maybe this is your chance to make some good friends, find true love and enjoy great adventures. Darf ich auch mal? Danke. Manchmal sind wir mit Veränderungen in unserem Leben nicht glücklich, besonders nicht, wenn diese uns mitten ins Niemandsland führen. Aber wer weiß, vielleicht ist das unsere Chance, gute Freunde oder die wahre Liebe zu finden und tolle Abenteuer zu erleben. Relax, Jack. This place isn't as dull as you may think it is. I'll show you around. Entspann dich, Jack. Hier ist es wirklich so langweilig, wie du denkst. Ich führe dich ein bisschen herum. Mach mal. Gehen wir mal zur Bank. Oh. Hi, mein Name ist Roy Taylor und ich bin Bankier. Ach, der hat die gleiche Stimme wie der andere. Ist nicht gut. Hallo, mein Name ist Roy Taylor. Nee, das passt auch nicht. Okay, 1831 in Richmond, Virginia geboren. 1857 zog er nach Sunnyvale und heiratete die Tochter des Gouverneurs. Ein Jahr später wurde er Vorstand der Bank, Witwer mit 35, als seine Frau starb. Oh mein Gott. Was ist denn heute los? 5 Zuschauer? Das ist ja... Mensch. Was? Langweilig? Kommt jetzt, hoffe ich doch mal. Hey Sheriff, schön, dass du hier sind. Was? Dieser Schuft Joe. Was? Dieser Schuft Joe. Kann ich lesen. Hat letzte Nacht meine Bank ausgeraubt. Joe? Warum glauben Sie, es war Joe? Na, weil er außer Joe hätte... Nein, wer außer Joe hätte es tun können? Seit dem Problem mit der Farm seines Großvaters hat er mich auf dem Kieker. Ich kann ihm nicht klar machen, dass ich nichts damit zu tun habe. Vorsicht mit Beschuldigungen, Mr. Taylor. Bis wir Beweise finden, ist jeder verdächtig, auch Sie. Ich sehe mich mal in der Bank nach Hinweisen um. Last night there was a robbery in the bank, and I need to look around for evidence. Letzte Nacht wurde die Bank ausgeraubt. Ich muss nach Beweisen suchen. Und damit geht's wahrscheinlich auch los. Search for hidden items to investigate the crime. Ja, such nach verborgenen Objekten, um das Verbrechen zu untersuchen. Okay. Hier ist eine Flasche. So, was haben wir denn noch? Eine Flasche haben wir schon mal. Dann hätten wir eine Glocke, eine Feder. Feder habe ich hier oben schon mal gesehen. Was haben wir denn noch? Das ist ein Inventory. You can use it later with other items here or in another scene. Du musst mal entweder Ausrufezeichen Commands oder Slash Commands eingeben und dann kriegst du eine Liste an Commands. Dann müsstest du sehen, was geht. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was da genau geht. Das ist ein Inventarobjekt. Es wird in deinem Inventar gelegt. Du kannst es später mit Objekten hier und in anderen Szenen benutzen. Yeah, jiha. Packen wir es doch mal ein. Eine Axt, sehr schön. Okay, eine Glocke, einen Rechenschieber. Den sehe ich zum Beispiel schon mal hier unten. Eine Glocke. Sieht man hier irgendwo eine Glocke? Keine Ahnung. Nö, sehe ich noch nicht. Was haben wir hier? Bindfaden. Das hier ist ein Bindfaden, glaube ich, ne? Ganz genau. Was haben wir noch? Bindfaden. Ich möchte nicht unbedingt Hilfe haben. Ich möchte es mal für alleine probieren. Hier ist das Fingerhütchen. Okay, was haben wir noch? Einen Aschenbecher. Some items are more difficult to find than others. They're important evidence that you need in your investigation. Einige Objekte sind schwieriger zu finden als andere, sind wichtige Beweise für deine Ermittlungen. Okay, machen wir mal diese Luke hier auf. Was haben wir denn hier schon? Dieses Halstuch gehört Cowboy Joe. Könnte er wirklich etwas mit diesem Raub zu tun haben? Wir wissen es nicht, wir werden es herausfinden. So, einmal das Halstuch bitte mitnehmen. Okay, die Glocke steht übrigens hier oben, sehe ich gerade. was ist denn das hier eigentlich? Das sieht aus wie Sporen, ne? Sporen. Hier sind Sporen. Eine 2. Hier ist eine 2. Du hast 10 fehlerlose Klicks in Folge gemacht. Ah, da schreibt mir schon wieder jemand. Ich habe wieder vergessen, den Chrom mit auszumachen. Naja, gut. So, was haben wir noch? Eine Kanone, einen Aschenbecher und ein... Was ist das? Eichhörnchen? Ne, ist eine Ratte oder ein Hamster oder irgendwie sowas. Der ist doch hier. Kanone ist hier oben. Den Aschenbecher... Wo ist denn der Aschenbecher? Wie wär's damit? Ja, das ist er. Eine Kanne und dieses komische Bild. Was ist denn das Bild? Nee, ich hab keinen Nightbot. Kannst du mir das gerne hinterher mal versuchen zu erklären, was ich da machen muss, um den
zu aktivieren, einzustellen. Keine Ahnung. Ist mir noch neu. Ja. Okay, was haben wir hier? Wir hatten dieses Gelöt. Da ist es zufälligerweise. Und die Vase. Da. Okay, so, und wo ist jetzt diese blöde Zigarre? Die ist bestimmt da irgendwo. Das passt hier auch sehr gut in die Szenerie rein. Zigarre? Hier, normalerweise. Was? Rauchen tötet. Tam, tam, tam. Okay. Ja, es ist scheinbar wie Grim Tales. Also, mit Rätseln. Also ich habe schon ein paar Rätsel gesehen, zumindest auf der Big Fish Seite. Ja. Mal gucken. Ja, wo ist denn jetzt... Ach hier, guck mal. Ah! Teure Zigarre, die Person, die das Ding fallen ließ, kommt nicht aus Sunnyvale. Oh mein Gott. Komm mit. Okay, hätten wir alles. Yippie! Hast einen Ort ohne Tipps abgeschlossen. Naja. So, gefundene Beweise. Teure Zigarre stammen nicht aus örtlichen Geschäften. Das Halstuch gehört Cowboy Joe. Jemand, der nicht von hier stammt, hat die Zigarre fallen gelassen. Das Halstuch weist auf Cowboy Joe hin. Aber vielleicht wollte jemand damit auch nur eine falsche Spur legen. Wer weiß. Okay. So, weiter geht's. Das hätten wir geschafft. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Platz oder Scheune? Ihr dürft entscheiden. Platz oder Scheune? Scheune oder Platz? Ich warte auf eure Antwort. Der Hot-Button schlägt gleich zu. Ja. Einmal Scheune. Na? Platz? Keine Ahnung, wo das Stroh herkommt und warum es hier rumliegt. Und warum hast du eine Maske auf? Platz oder Scheune? Komm, ich brauche noch mehr zur Auswahl. Gebt alles. Go, go, go. Ich will keine 50-50-Chance. Scheune. Okay. Okay. Nimm trotzdem die Maske. Okay, wir haben jetzt zweimal Scheune, also gehen wir in die Scheune. Rein da. Was gibt's denn hier Schönes? Ach, du grüne Neune, wer bist denn du? Cowboy Joe. Als Sohn einer Farmerfamilie in Sunnyvale geboren. Seine Eltern starben, als er 4 war. Dum, dum, dum. Joe wurde von seinem Großvater aufgezogen, der kurz vor seinem Tod bankrott ging und seinen Enkel nur Schulden hinterließ. Was ist das für ein Großvater? Was ist das für ein Penner? Ganz ehrlich. Wow. Ah ja, ich bin Joe. Hallo Jack, Sie kommen gerade recht. Letzte Nacht wurde mein bestes Pferd gestohlen. Ich kümmere mich später um die Pferde, Joe. Sagen Sie mir erst, wo die letzte Nacht waren. Tja, wo wohl? Das soll wohl ein Witz sein. Versuchen Sie nicht, mir das Verbrechen anzuhängen. Ich habe ein Alibi. Ich war bei Charlotte. Der alte. Piep. Ich muss Ihr Alibi prüfen. Das mache ich, sobald ich mich hier umgesehen habe. Okay. Ach, du grüne. Cowboy was in the bank last night. The stolen horses might be just red herring. I'll have to check it out. Was? Stiefel im Pferdetrog? Ich guck gleich mal, wenn das Ding ist. Wenn der Cowboy letzte Nacht in der Bank war, sind die gestohlenen Pferde vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver. Ich muss das prüfen. Pferdedruck. Ach, hier hinten. Okay. Benutze ein Objekt aus dem Inventar, um mit blau markierten Objekten zu interagieren. Ja, ich... Nimm die Axt und benutze sie bei dem Fass. Okay, komm her, du Stoppfass. Dynamit! Warum versteckt der Cowboy so etwas in der Scheune? Das ist keine gute Idee. Das ist überhaupt keine gute Idee. Egal, es ist seine Scheune. Wir nehmen es einfach mal mit. Okay, was haben wir hier? Eine Eidechse, ein Banjo, ein... Was ist das? Flachmann? Das könnte ein Flachmann sein, ne? So, okay, wo haben wir? Hier ist doch... Ah. Benutze etwas aus seinem Inventar. Wie wär's mit einem Rechen? Ich habe aber noch keinen Rechen. Schade. Okay, wo haben wir denn hier mal was? Tja, das passt jetzt wieder mal, ne? Hier hinten? Nee. Ist das der? Nee, so jetzt so aus. Okay, ein Benjo. Das steht direkt vor der Nase, ne? Da guckt man wieder nicht hin. So, einen Kessel Schuhe. Die sind hier hinten. Dann die Quetschkommode zum Beispiel. Wo wäre die? Die ist hier. Eine Feder. Hier? Ist das ein Schild oder was ist das?
Ihr seid eklig. Das gefällt mir. Hier oben ist ein Schild. Guck mal, nehmen wir das mit. Wo ist denn dieser Salamander-Kollege? Salamander. Da darf ich ja noch nicht rein. Was ist das hier? Ein Schlüssel? Der hängt da oben. Was ist das für ein riesen Schlüssel? Bitte, und wie kommt der da hoch? Fledermaus wäre hier oben. Das Körbchen ist hier hinten. Karotten. Karl-Rotten, da. Die Schnecke habe ich schon mehrfach gesehen. Die sitzt mir nämlich direkt vor der Larve. So, 1 Minute 10 Objekte gesammelt. Wow. Eine Miezekatze direkt hier. Oh, 11 fehlerlose Klicks. Ein Teekessel, ein Gelöt. Muss ich das mit dem Schlüssel machen oder was? Keine Ahnung. Wenn ihr irgendwo diesen blöden Salamander seht, sagt bitte Bescheid. Ach, ich sehe ihn. Da ist er. Ich war schneller. Okay, wir haben noch den Teekessel hier und dann noch dieses Gelöt. Tja, und das ist irgendwie... Ah, finde Inventarobjekte an anderen Orten, um diesen Ort abzuschließen. Interessant, muss man quasi mit anderen Orten interagieren. Okay, dann tun wir das. Aufräumsimulator. Nee, dann müsste man diesen Hausflipper spielen. Das ist ein wahrer Aufräumsimulator, wenn ich das richtig sehe. Also da musst du ja auch mit Hütte streichen und bla. Vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Mal sehen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal zum Platz. Die Räuber müssen von der Bank Spuren hinterlassen haben, so sie nicht fliegen können. Wer weiß. So, was haben wir denn hier? Ein Blümchen, ein... Wie heißt das Ding nochmal? Komm gerade nicht drauf. Eine Maus, Fußspuren. Hä? Fußspuren? Fangen wir doch mal an. Eine Blume, Blume, blibla, Blume. Das ist keine Blume. Hier ist ein Regenschirm. Ah, hä? Fußspuren? So, Fußabdruck einer Frau. Ich wüsste zu gerne, wer das wohl, wer wohl hier gewesen ist, vielleicht? Ich nehme den Fußabdruck mit, natürlich. Wo tue ich denn den hin, bitte? Okay, wir hätten das Blümchen. Blümchen. So, dann haben wir dieses Gelöt. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Ein Pieks, glaube ich, ne? Das Mikro hängt mir gerade im Gesicht, das mag ich nicht. Was? Seidenes Taschentuch. Sehr hübsch, von einer Dame fallen gelassen. Das muss natürlich von einer Dame sein, ne? Es kann ja nicht unbedingt ein gut getuchter Kerl sein. Es muss eine Dame sein. Was ich sonst so spiele, das ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt zuletzt Factorio gespielt, da hat mir Tim aber gesagt, das ist zum Zuschauen langweilig. Womit er komplett recht hat, weil es ist einfach nur Bauen und ja, es ist eigentlich eher so ein Quatschspiel, ne, wo man gut quatschen kann bei. Ansonsten spiele ich jetzt noch am Samstag Two Point Hospital, wo du halt eben so Krankenhaus bauen musst mit Räumen und Patienten und ist richtig lustig, also wenn man, wie hieß es doch gleich, ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen, hilf mir, verdammt, Theme Hospital, danke. Wenn man Theme Hospital kennt, dann ist das im Prinzip der geistige Nachfolge, weil es ist von den gleichen Machern und das ist richtig, richtig gut. Ja, montags habe ich meinen Retro-Montag, spiele ich Retro-Spiele, hauptsächlich auf der PS1 irgendwelche Sachen und da spiele ich aktuell Metal Gear. So, und das versuche ich aber erstmal durchzuspielen, ähnlich wie mit Two Point Hospital, außer mir sagt jemand, das wird langweilig. Ja. Genau. So, jetzt sammle ich erstmal das seidene Taschentuch ein. Genau, und seit heute spiele ich das hier, Golden Trail. Will pop up in scenes throughout your investigation. Shoot them for an extra hint. Bei deinen Ermittlungen erscheinen Gangster an Tatorten. Schieße auf sie, um einen extra Tipp zu bekommen. Entschuldigung. Es geht auf den Hals. Bam! If you get stuck, use a hint. Okay, muss gerade mal was trinken. Entschuldigung. Das war jetzt wichtig. Benutze einen Tipp, wenn du nicht weiterkommst. Okay, mach ich. So, jetzt sammle ich erstmal das Peak irgendwo ein, wenn ich es denn finde. Peak, eine Maus. Eine Maus. Das ist bescheiden, weil das hier alles sehr gleichfarben ist. Wir haben noch eine Büro... Was ist denn das bitte für eine riesen Büroklammer, wenn ich die hier finden soll? Also mal ganz ehrlich, hier ist eine Maus. So, eine Schlangange. Wo bist denn du? Hier oben. Ein Eimerchen. Ist das der Eimer? Jawohl. Eine Dartscheibe, nehmen wir die zum Beispiel. Eine Walnuss. Walnuss, die ist da. Ein Rechen, da ist dann der Rechen. Komm doch her. Ich hab den doch angeklickt, das war doch richtig. Gut, das ist jetzt auf jeden Fall ein Flachmann. Die Würfel habe ich auch schon mal hier vorne gesehen.
Ist das der Flachmann? Nee, ne? 25.07. Nee, schon ein bisschen vorbei. Pam, 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 pam. Ja, das muss irgendwo versteckt sein. Was ist das hier? Eine Brotdose. Nehmen wir die da zum Beispiel. Und dieses Gelöt. Könnte ein Knopf sein, ne? Knopf, ein Knopf, ein Knopf. Ja. Übersehe ich irgendwo was? Ja. Ich will keinen Tipp. Ist das die Büroklammer? Nee, sah nur so aus. Hilfe! Wo ist es? Ha! Bam! Ha, auf den Sack! Wo ist denn das? Wo ist denn das Zeug? Der grüne Knopf. Grüner Knopf. Meistens irgendwo hier. Ist das schon ein Riesenknopf? Ha! What? Warum? So, den Flachmann. Flachi Flachmann, wo bist du? Oh. Benutze etwas aus deinem Inventar. Schlüssel oder was? Inventar. Die Schlüssel. Nee. Hä? Ich hab doch keine Axt mehr. Na ja, gut. Wahrscheinlich das Ding hier. So, hat schon jemand irgendwas von den restlichen Dingern gesehen? Ich noch nicht. Wo ist denn dieses Teil? Dieses blöde Peak. Wo bist du? Zeigen dich. Ich weiß es nicht. Ich sehe es gerade nicht. Wo ist dieser doofe Flachmann? Da. Okay, die Büroklammer. Das wird echt schwierig, also. Was soll das Ding sein? Büroklammer, 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 Büro, Büro. Nee. Das da? Nee. Wo ist das Peak? Das vermaledeiter. Los, gib mir Tipps. Ich finde es nicht. Wir wollen doch alle weiterkommen. Wo ist es? Hallo? Das ist auch keine Büroklammer. Ich sehe es gerade wirklich nicht, ne? Huch, war da wieder einer? Hab ich gerade nicht aufgepasst. Ja, da komme ich nicht rein. Wo ist denn das Ding? Hä? Verdammt. Ich sehe es nicht. Gib mir mal einen Tipp. Nee, ich will keine Tipps. Katze hoch. Geht nicht. Ist nicht Eddie oder Fred, die kann man nicht anheben. Wo ist denn das? Wir finden das. Wir finden das gemeinsam. Das ist ein Messer hier, ne? Beziehungsweise schwarzer Taschenmesser. Ja. Tim, du siehst es, gib's zu. Du sagst es nur nicht, du fieser Hund. Das gibt's doch nicht. Wo ist das Gelöt? Mann, es ging die ganze Zeit so gut. Ho! Bam! Oh, ich habe einen Tipp bekommen. Sehr schön. Oh. Mit einer Katze hast du gespielt. Freiwillig? Hä? Ach, da drin ist das Ding. Das soll man sehen? Really? What the? Okay, jetzt brauchen wir noch das Peak. Wo piekt's denn? Scheiße. Das hat doch kein Mensch gesehen. Gib das doch zu. Niemand. Niemand hat das gesehen, ey. Boah. Und Peak. Ja, ich gucke irgendwie jetzt nach dem dunklen Gelöt. Aber oh, hier sind irgendwie Fußspuren oder irgendwie sowas drauf. Hier oben? Nö. Sieht so aus. Die sind auf jeden Fall irgendwelche bunten Kringels drauf. Aber wo ist das? Im Schuh? Im Schuh drin? Verarschen kann ich mir alleine. Hä? Ich sehe es wirklich nicht. Ach komm, gib mir noch einen Tipp. Da hinten? Na gut, okay. Ja, toll.
Finde Inventarobjekte an anderen Orten, um diesen Ort abzuschließen. Okay, dann gehen wir jetzt zurück zur Scheune. Dann können wir nämlich da mal ordentlich rumhaken. Yay, ein teures Zigarrenetui. Joe kann sich so etwas nicht leisten. Wir können es wohl verloren haben. Vor allen Dingen, wie verliert man etwas in einem aufgeschichteten Strohhaufen, Heuhaufen? Nee, irgendwie verliere ich keine Tipps. Ich bekomme, also ich habe nur 6 Tipps jetzt noch übrig und jedes Mal, wenn ich so einen Gangster abballere, dann kriege ich einen neuen Tipp hinzu. So, damit hätten wir diese Dinge auch eingesammelt. Und diesen Ort fertig. Zigarrenetui mit der Gravur NB. Norbert Blüm. Und ein Foto dahin. Dynamit mit trockener Zündschnur, erst kürzlich hier versteckt. Der Cowboy sagt die Wahrheit. Jemand hat die Stadt besucht und jetzt habe ich ein Foto, das mich zu der verdächtigen Person oder jemand in der Nähe führt. Okay. Gut. Zum Hotel. Aufi. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Hotel? Was wohnen denn da bitte für Messies? Sind die Grimtails hier oder die... Ja, Grays? Grays. Die Grey Grays heißen sie. John Parker, Gastwirt, 60 Jahre alt, in Sunnyvale geboren und aufgewachsen, verheiratet, keine Kinder, zog zusammen mit seiner Frau, seine Nichte Mary, auf. Er liebte Mary abgöttisch und will, dass sie den richtigen Mann heiratet. Ja. Hallo, guten Tag, Sheriff. Meine Nichte Mary hat mir von dem Bankraub erzählt. Was für ein Pech, Mr. Taylor. Für Mr. Taylor. Wimmelbilder machen dich aggro? Diese Unordnung, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch bei Grimtails. Also da fragst du dich, was sind das für Messies? Wie sieht das da aus, ne? Ihre Nichte, ich wusste gar nicht, dass sie eine Nichte haben, Mr. Parker. Vermutlich hat sie das Taschentuch bei der Bank verloren. Dürfte ich ihr ein paar Fragen stellen? Mary ist gerade nicht da, aber sie können auf sie warten. Sie kommt bestimmt bald zurück. Sieht ein bisschen aus wie Merkel. Das hat er nicht gesagt. Danke, Mr. Parker. Natürlich. Ich habe es ja nicht eilig. Dann kann ich mich hier gleich mal umsehen. If the stranger visited our town, he may have stayed at the hotel for at least one night. Sing, mein Sachse, sing. Maybe I'll find something to prove it. Entschuldigung, ich habe gerade dazwischen gequackt. Nö, ich sing jetzt mal nicht noch. Das lassen wir mal lieber sein. Suche, Hotel. Wenn der Fremde unsere Stadt besucht hat, war er vermutlich mindestens eine Nacht lang im Hotel. Mindestens. Vielleicht finde ich einen Beweis dafür. In dieser Unordnung findet man nichts. An einigen Orten befinden sich gestohlene Objekte. Ach, das weiß man. Mhm. Achte auf funkelnde Dinge, um sie zu finden und weitere Trophäen zu erhalten. Funkel, funkel. Ja, heute nur aufräumen. Das kann man bei der Hütte, bei dieser Ranzhütte echt verstehen. So, nehmen wir einmal die gestohlene Bibel mit. Wer stiehlt denn freiwillig eine Bibel? Eine typische Putze. Sehr gut. Jawohl, ich habe eine Trophäe. Yippie, yippie-aye. So, hier ist eine Miets. So, was haben wir denn hier? Benutze etwas aus deinem Inventar. Ja, wie wär's mit dem Schlüssel? Hä? Ja gut, dann nicht. Okay, ein Schmetterling, ein Hütchen. Ein Hütchen, nehmen wir diesen Schmetterbratsch. Wo bist du? Diese komische Clownsmaske hier. Streichhölzer nehme ich immer stark an. Eine Bottle of Rum. Hier. Zeitung. Eine Zeitung. Eine Zeitung. Hier. Was denn das? Globus. Ist das ein Globus? Oder eine Taschenuhr. Ist ein bisschen klein für einen Globus. Hier. So, ja. Eine Feile. Was ist denn das? Das ist eine Feder, ne? Ein Federkiel, irgendwie sowas. Ja, hier liegt ein Brieföffner. Den könnte man eigentlich auch für irgendwas gebrauchen. Schmetterling. Wurde nichts geklaut, nur aufgeräumt. Wir kennen es nicht, wenn Mutti das Zimmer aufgeräumt hat. Oh ja, das kenne ich. Oh ja, das kennen wir alle. Ich wette, das kommt bei dem Spiel am Ende bei raus. Das kann sein. Aber wenn Mutti aufgeräumt hätte, ganz ehrlich, würde das dann so aussehen? Ich glaube nicht. Hier war doch gerade was Blinkendes. Lass mich doch. Ey! What do you think you're doing, huh?
Yeah, we've got laws against annoying people in this town. Move along. Geh weg. Keine Ahnung, was war das jetzt? Schmetterling. Hier ist der Schmetterling. Die Streichhölzer. Wenn Mutti blind ist und mit einem Hammer sauber macht schon. Ja, genau. Das ist richtig. Sehr schön. Oh, herrlich. Das versüßt mir den Tag heute. Benutze etwas aus deinem Inventar. Ja, was denn? Das kann man doch einfach hier an der Seite rausziehen, oder nicht? Ich komm da bitte nicht hin. Ich hab grad, das geht nicht. Mann. Also wenn der wirklich ein Sheriff ist, ich würde dem keinen Fall anvertrauen. Niemals. Flammenwerfer? Wieso denn Flammenwerfer? Warum denn das? Zum Aufräumen oder was? Hier ist ein Bügeleisen auf jeden Fall. So, was ist denn das? Was soll das herstellen? Ach, ein Schweizer Taschenmesser wahrscheinlich, ne? Muss ja nicht unbedingt Schweizer sein. Es kann ja auch ein, weiß ich nicht, irgendein anderes sein. Okay, auf jeden Fall brauchen wir noch die tolle Streichholzschachtel. Warum blinkt das die ganze Zeit? Das macht mich verrückt. Benutze etwas aus deinem Inventar. Ach hier, guck mal da. So, dann hätten wir noch Le Pfeile. Die liegt hier oben drauf. Ein Blümchen. Nehmen wir das. Warum das? Was bringt einem so eine Blume, um den Fall zu lösen? Also mal ganz ehrlich. Einen Gürtel. Hier ist ein Gürtel. Dann dieses tolle Fore. Messer. Was? Das ist ein Schlüssel. Miets. Na, die kann man auch nicht anheben. Schade. Ja. Dieser. Was ist das? Das ist ein Federkiel, denke ich mal, ne? Wo könnte der sein? Meistens irgendwie so auf dem Schreibtisch, würde ich ihn vermuten. Hier. Ah, da ist er. Hat sich versteckt, der Lump. So, das Vögelchen. Wo bist du denn? Pipapo, Vögelchen. Kann ich bestimmt nicht damit benutzen. Ja, hier. Denn halt nicht. So, Vögelchen. Piepmatz, wo bist du? Oder vielleicht hier? Auch nicht. Oh, gut. Wirklich? Ich krieg diesen scheiß Brief nicht auf. Das ist so hartes Papier. Ist der aus Stahl oder was? Brief an Morbert Blüm mit meiner Fußnote. Treffpunkt die alte Wassermühle. Okay. Ja, gut. Ja, ja nimm doch. Okay. Okay. So, jetzt fehlt uns immer noch der 10.000-Dollar-Scheck. Wo könnte der wohl sein? Der ist bestimmt in dem Schrank hier drin oder so. Das Vögelchen und das Werkzeug, sage ich jetzt mal. Tja, wo könnte das wohl rumfliegen? ich setze mich mal gerade anders hin. Vielleicht finde ich es dann eher. So. Das ist hier ein Fisch oder was ist das? Fisch? Bam! Auf den Sack. So, aber wo sind die Vögelchen? Oder das Vögelchen, das ist so ein Vogel. Überall Katzen, ja. tja, nun. Ich sehe nichts. Das macht mich auch immer rasend, wenn man dann so davor sitzt und irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, ne? Da denkt man sich, ist man denn blind oder was? Wahrscheinlich, es ist blitziger. Hör auf! Und wieso kriege ich diesen scheiß Kasten nicht auf? Ach, wahrscheinlich wird der Griff fehlen, ne? Das kann sein. Mitties. Ja. Im Übrigen, zur Information... Unten ist jetzt auch ein Link zu meinem Steam-Profil. Falls ihr mich adden wollt, könnt ihr das gerne tun. Danke. So, Ja, Vögelchen. Das hier? So. Jetzt fehlt nur noch das tolle Messerchen. Und das Ding ist bestimmt in diesem vermaledeiten Schrank drin.
So, wo ist das Messer? Das müsste man doch eigentlich gut sehen. Weil ich meine, das ist so gelblich. Gelb und schwarz. Was denn? Warum? Warum dieses... Ah, ich sehe es nicht. Hilf mir. Hat es die Katze gefressen oder was? Ich sehe es echt nicht. Ach so, wegen Katze. Okay. Who told you that clicking all over the place will get you through this level? Oh, das geht mir auf die Punkte, habe ich gerade gesehen. Ja, ist ja gut. Jetzt gib mir einen Tipp hier. Da unten? Oh mein Gott. Leader Points? Ich habe keine Ahnung. Leader Points. Huh! Ah, das 5 Gangster getroffen. Ja, yeah, bam. Ja. So, okay, jetzt brauche ich nur noch diesen tollen Check. Aber der ist bestimmt hier drin. Aber ich komme nicht ran. Weil warum sollte man einen Check hier draußen verstecken? Also mal ganz ehrlich. Oder ist das hier? Nö. Stream Elements hier raus. Unter deinem Stream. Steam. Ach so, Leader Points. Das ist einfach nur zum Zugucken. Das meinst du. Da kriegst du Punkte, wenn man zuguckt. Also ich habe damit ehrlich gesagt noch nichts vor, aber da kann man ja diverse Sachen irgendwie in Stream einbinden, sowas wie, keine Ahnung. Ja, jetzt mal zum Beispiel ein Horrorspiel oder sowas machen sollte, dann hast du wie bei Gronkh zum Beispiel, kannst du einen Sound einspielen, sowas in die Richtung halt. Ne? Das würde damit gehen. So, ja, hä? Benutze etwas aus deinem Inventar. Okay, den Schlüssel, wie wär's damit? Ah. Oh Gott, überall diese Messies, ey. Hier ist genauso eine. Mary Stuart, 20 Jahre alt. Ihre Eltern starben, als sie 5 war. Wurde von ihrem Onkel, dem Gastwirt John Parker, und seiner Frau aufgezogen. Ledig, träumt aber davon, ihre wahre Liebe zu finden. Oh. Hat bisher alle Heiratsanträge abgelehnt. Sie versucht, ihre große Liebe zu finden, lehnt aber alle Heiratsanträge ab. Sie macht doch irgendwas falsch, oder? Bauen wir irgendwann mal ein, das mit diesen Punkten. Aber ich muss erst mal gucken, wie das genau geht. Ich hatte aber jetzt noch nicht die Zeit dazu. Aber mach mal. Sheriff, was machen Sie in meinem Schlafzimmer? Hashtag Bumsen. Oh, hallo Mary. Was für ein hübsches Mädchen. Entschuldigung, ich hatte Sie hier nicht erwartet. Ich meine, was tun Sie hier? Ihr Onkel sagt, Sie wären unterwegs und ich sollte unten warten. Da sind ja schon wieder 2 Welten, die aufeinanderprallen. Er soll unten warten, geht nach oben. Sie soll nicht da sein, ist aber da. Lügengewirr. Ja, das ist richtig, dass man damit dann Unsinn anstellen kann. Aber es gibt dann auch so Möglichkeiten mit Giveaways und all so ein Krempel da halt was zu machen. Wenn du dann sagst, hey, ich investiere zum Beispiel meine Punkte in Giveaways. Das hatte ich auch mal in einem Stream gesehen, da hat jemand dann halt eben irgendwelche Sachen verlost. Und du hast dann halt Punkte einlösen können sozusagen. Und hast dann mehr, also eine höhere Chance gehabt, bei den Giveaways was zu bekommen. Aber das ist... Ja, lohnt sich jetzt aktuell noch nicht. Aber sammelt schon mal fleißig Punkte. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal. Mal sehen, was wir damit machen, ne? Dann wusste er wohl nicht, dass ich hier bin. Und Sie gehen jetzt besser. Nein. Entschuldigung, Mary. Aber ich muss mir Ihr Zimmer ansehen. Bitte nicht böse sein. Aber das ist meine Aufgabe. Ich hätte Sie ja lieber in meine nette Situation kennengelernt. Lieber in einer netten. Let's see if the footprint left near the bank belongs to Pretty Mary. Mal sehen, ob der Fußabdruck bei der Bank zu der hübschen Mary gehört. Wenn sie jetzt irgendwie... Ach, jetzt ist er auf einmal weg. Farmen. Ganz genau. Und immer an die Leser denken. Ach nee, das war Bild. So, was haben wir denn hier? Ein hübsches Blümchen. Blümchen. Und wieder eine Katze. Hier sind überall Katzen. Ist doch irgendwie ist das doch komisch, oder? So, okay, fangen wir mal an. Einen Kaktus. Oder eine Kaktus? Ich weiß es nicht. Also sie wäre jetzt eine Kaktus. Eine. So, was sind das hier? Ein Becher. Ich sehe gerade mal wieder gar nichts. Weil hier so viel Scheiß rumliegt. Also mal ganz ehrlich. Oh. Was hat die denn ein Bild von so einer Frau in... Oder ist sie das selber? Ja. Hallo!
das ein bisschen? Nee, kann ich nicht. Reizendes Frauenstimmchen nach, das ist aber nett. So, was ist das hier? Hier so eine, wie heißt denn das? Hahn? Was ist das für eine riesen Hahnart? Also bitte. Damit kannst du ja einen ganzen Busch trimmen, also ganz ehrlich. Das wird mir jetzt schon sympathisch. Ich glaube, ich werde mehrere Wimmelbildspiele machen. Und das alles so bekloppt ist, das ist ja herrlich, ey. Oh, schön. So, auf jeden Fall eine Tasse. Nee, doch. Oh Gott, das ist die Tasse. Okay. Ich dachte schon, das ist ein riesen Blumentopf oder sowas. Ja, okay. Gut, was haben wir denn noch Schönes? Bam! Fieser Hund. Ich ziehe schneller als mein Schatten. Vielleicht. Was? Ja. Ja, ich sag doch, hier sind sehr viele Katzen. Die ist noch hässlich. Die ist richtig hässlich. Katzen hier. Jumpscare. Katze! Es wird nicht besser. The Jumo Scare. Ja. Der Jumo-Scare. Okay, machen wir doch mal weiter. Ich lenke mich völlig ab, finde ich gut. Okay, wir suchen ein Schleifchen. Ein lila Schleifchen. Zum Beispiel. Oder diese tolle Blume. Wo könnte die denn sein? Tolle Blume, tolle Blume. Halt die Klappe. Ein B suchen wir auch noch. Das B ist hier. Okay, die sind irgendwo bestimmt versteckt. Das Hütchen. Hier liegt so viel Krempel. Das ist so unfassbar. Was sind das nur für Messis, ey? Boah. Bam. Ist japanisch. Oh, Jumus, gell, ist japanisch. Oh ja. So, ja. Der Ring, die Schleife. Die Schleife. Ich sehe die immer noch. Ist das hier die Schleife? Nee, ne? Ist auch lila. Aber, hä? Die liegt bestimmt hier. Liegt irgendwas noch drauf, schätze ich mal, dass man nicht rankommt. Halt die Klappe. So, pam. Ich sehe es wieder mal nicht, ne? Wo sind diese blöden Blumen? Oder die Blume? Das ist ja nur eine. Kaktus. Der muss doch auch hier irgendwo im Grünen sich verstecken. Hä? Das ist er nicht, ne? Das ist doch Kaktus. Das sieht anders aus. Ich sehe es nicht. Das sieht doch mal so ein doofes Bild. Wo ist denn zum Beispiel auch dieser Hut? Hä? Ey, das darf nicht wahr sein. Das ist er nicht. Wo ist denn der? Rumänisch oder Japanisch? Ah, da war schon wieder einer, jetzt habe ich gelesen. Mist. Ja eben, das ist wirklich nicht mehr niedlich, ne? Das ist einfach nur... Oh, Entschuldigung. Das ist einfach nur Messi-haft hier. Das sind alles scheiße Messis. Die sammeln... Ja, hier ist vor allen Dingen noch ein Käfer, ne? Hier ist ein Käfer. Den sehe ich jetzt erst. Muss ich den vielleicht einsammeln? Nö, schade. Hätte ja sein können. Ja, aber ich sehe den... dämlichen Hut zum Beispiel nicht. Ich sehe gerade wieder mal gar nichts. Das ist... Hä? Japanisch lernen. Hu, ja, so... Keine Ahnung, ich kann kein Japanisch. Ich kann es nicht mal ansatzweise irgendwie zu... Nee, ich lasse es lieber. Ja, sieht noch jemand irgendwas vielleicht? Das ist irgendwie gerade peinlich, dass ich hier wieder mal selber nichts sehe. Hier ist auch nichts drin. Hier ist auf jeden Fall... Hier ist die Kurbel, die wir dann da später brauchen. Kannst du nur Beleidigung? Auf Japanisch? Oder wie? Das wäre mal interessant. Kann ich hier noch irgendwas aufmachen oder so? Ein Ring, sie zu knechten. Oder wie das ging, weiß es nicht. Was denn das? Das ist so ein Stickkissen, ne? Hier ist Licht hier. Das habe ich jetzt direkt gesehen sogar. Aber diesen widerlichen Hut sehe ich immer noch nicht. Hier liegt doch diese Kurbel. Wieso kann ich die... Ach, jetzt darf ich so... Ich denke, diese andersfarbigen haben irgendeine Bedeutung. Das spreche ich jetzt nicht hier aus. Nicht schreiben. Ich dachte eher Französisch. Also, ja, nicht sprechen, aber den Rest. Was?
Wo ist denn nun diese blöde Blume? Ich habe sie noch nicht gesehen. Entschuldigung. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. So, wir haben auf jeden Fall noch so eine riesige Stecknadel. Meine Güte, die hat auf jeden Fall viele Hobbys, diese Frau. Hier oben ist die Stecknadel. Ich bin verstört. Nee, was ist das hier? Das ist irgend so ein Armbändchen, ne? Wo ist das Armband? Wo ist das? Wo ist das? Kann man hier noch irgendwas aufmachen oder so? Gib mir mal einen Tipp. Was ist da? Ach, die Schlüssel. Oh, meine Güte. Ein Schuhchen. Schuh? Schuh, 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 Schuh. Schuh, Schuh. Schuh, Schuh. Schuh. So. Da habe ich mir auf jeden Fall mal wieder einen Tipp gegönnt. Aber das darf nicht wahr sein, dass ich diesen Kack gerade nicht sehe, ne? Das ist echt. Halt die Klappe. Okay. Ihr habt seltsame Fetische. Ist das ein Fetisch? Ich hab keine Ahnung. Ist hier hinten der Hut. Oh Gott, jetzt habe ich diesen dämlichen Hut endlich entdeckt. Ein Ring, noch ein Ring, sie zu knechten. Die hat ziemlich viele Klunker, diese Frau. Hier. Ja, kann man. Das Kissen ist hier. So, jetzt bringen wir doch mit diesem blöden Schuh. Hier sind so viele Schuhe. Das ist eindeutig eine Frau. Nur Schuhe. Schuhe und Krabbel. Entschuldigung. Helft mir doch mal. Das kriege ich das jetzt auf? Ach, jetzt geht das Ding auf. Ich habe doch vorhin schon mal drüber gehavert mit der Maus. Marys Schuh, eine Nummer kleiner als der Fußabdruck bei der Bank. Ja, Hauptsache, wir haben es jetzt mitgenommen. So, wo ist jetzt dieses blöde Gelöt hier? Das Ding zum Beispiel. Ich habe diesen Kaktus habe ich auch echt noch nicht gesehen. Wo ist denn der? Wieder 10 Gangster. Weg mit dir. Ist das der Kaktus? Nee. Der ist doch bestimmt hier noch irgendwo versteckt. Das darf nicht wahr sein, ne? Hier? Nö. Ich gucke die ganze Zeit auch schon im Grünen, aber ich sehe diesen elendigen Kaktus nicht, ne? Das darf echt nicht wahr sein. Das Ding sehe ich auch nicht. Katze, Schleife, Hust. Ach. Na, danke. Da habe ich echt nicht hingeguckt. Danke. Man glaubt es gar nicht, wie anstrengend das ist. Ich glaube, wenn ich das nicht streamen würde, würde ich da eher was sehen. Glaube ich. Aber das ist, wenn man ja nebenbei noch quatschen muss, ist das echt anstrengend. Ich meine, viele Sachen finde ich ja auch immer gleich, ne? Aber das ist jetzt, das geht mal wieder gar nicht. Dieser blöde Kaktus zum Beispiel, ne? Der ist echt ein Dorn im Auge. Haha. Hier hinten diese Blume, hier würde es ja machen, ne? Das Ding. Aber wo ist dieses Teil? Darf ich nicht. Aber. Tja, gib mir mal einen Tipp. Da oben. Da habe ich ja überhaupt noch nicht hingeguckt. Oh, ist das gemein, ey. Ja, Mietz, wir wissen's. So, jetzt brauchen wir noch das Ding und die Blume. Die Blume habe ich auch noch gar nicht irgendwie mal ansatzweise gesehen. Jetzt weiß ich aber, dass ich irgendwie auch in sowas reingucken muss hier. So ein Spiegel und so gelöt, ne? Tja. So, wo haben wir denn mal noch was? Muss doch hier irgendwo dieses blöde Blümchen sein. So, der Marienkäfer läuft. Oh, tutzi, tutzi, tutzi. Schnipp. Gib mir mal noch einen Tipp. Och, da habe ich eben schon hingeguckt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das diese Blume ist, ne? Gut, dann ist das Ding hier bestimmt auch noch irgendwo in so einem Bild. Oder? Ja. Nö, schade. Ich finde das nicht.
Ja, irgendwie, ne? Das ist unrealistisch. Ja, wo ist dieses Teil? Ach komm, den gebe ich auch gleich für den Tipp aus. Ernsthaft? Das Ding sieht doch nicht mal ansatzweise so aus, oder? BTF. Na gut. Gefundene Beweise. Das ist ein teurer Ring. Nur ein sehr reicher Mann könnte sich ihn leisten. Marys Schuh ist eine Nummer kleiner als der Fußabdruck der Bank. Mary ist wohl nicht die Verdächtige, aber wer war dann diesen Morgen bei der Bank? Pam, pam, pam. Ich sollte mich wohl mal mit Charlotte treffen. Treffen? Ansatzweise. Aber nur ansatzweise sah es so aus, ne? Ja, so, okay. Jetzt haben wir das hier. Jetzt haben wir auch diesen tollen Griff. Den machen wir jetzt einmal hier dran. Ach, jetzt fällt der Teppich um. Natürlich. Ein Scheck über 10.000 Dollar. Mr. Taylor, Mr., ja, scheint der Geldsack zu sein. Der Geldsack. Okay. Gut, dann nehmen wir das Gelöt doch mal mit hier. Gefunden Beweise. Ein an den mysteriösen Norbert Blüm adressierten Brief. Sein vollständiger Name lautet Neil Barrow. Ach verdammt, ich dachte Norbert Blüm. Scheck über 10.000 Dollar, ausgestellt auf Mr. Parker, unterschrieben von Mr. Taylor. Wie ich es mir dachte, der berüchtigte Norbert Blüm war im Hotel. Er könnte etwas mit dem Bankraub zu tun haben. Also ist er ein Verdächtiger. Ja, irgendwie, ne? Das ist irgendwie ganz komisch. So, Sheriffbüro. Gehen wir mal. Ne, was hatte ich jetzt noch für ein Objekt eingesammelt? Kann ich das jetzt hier irgendwo noch gebrauchen? Die Schlüssel. Okay. Ja, gut, dann gehe ja schon wieder. Entschuldigung. Sheriffbüro. Alter! Looks like the previous sheriff was not organized. There must be documents concerning the ranch here. Let's see if I can find them. Er war nicht organisiert. Er war einfach nur ein verdammter Messi, wie alle in diesem Kaff. Der frühere Sheriff war wohl nicht sehr gut organisiert. Es muss jedoch Dokumente über die Ranch geben. Mal sehen, ob ich sie finden kann. Gut, dann suchen wir. 150 Badges to unlock the secret mission. Sammle 150 Abzeichen, um die Geheimmissionen freizuschalten. Geheimmission. Mhm. Gut, nehmen wir mal diesen Sheriff-Stern mit. Hier oben sind irgendwelche Waffen auf jeden Fall schon mal. Ein Kürbis, der ist hier oben zum Beispiel. Eine Zigarre, die da? Rauchen kann töten. Die ist hier die Zigarre. Ach, hier kommt der Hinweis nicht, oder wie? Du musst Dinge tun? Was musst du denn Schönes tun? Was gibt's denn jetzt Wichtigeres, als mir zuzuschauen? Also mal ehrlich. Die Quittung des Großvaters von der Bank, mit Blutflecken bedeckt? Das ist ja interessant. Grabbel. So, wir hätten da noch ein Blümchen, wie dieses zum Beispiel. Einen Schlüssel und einen Ring, sie zu knechten, wie schon eben mal gesagt. Ich sollte mir mal ein paar andere Sprüche ausdenken. Ja, Entschuldigung. Kommt. Ja, das frage ich mich ja auch. Sie sagt ja nicht, was sie zu tun hat. Sag es uns. Hier ist eine Schublade. Was ist denn das? Ach, das ist dieser Nasenpopler. Okay. Naja, das kann warten. Kannst du morgen machen. So, jetzt suche ich auf jeden Fall erstmal das Schiffchen. Hier ist schon wieder eine Katze. Leute. Und wie können die sich bitte hinter diesen Schrank verstecken? Sind die irgendwie nur 2D-Gauner? Na gut, wir suchen Ring, einen Schlüssel. Und ein Schiffchen, das ist hier oben. Was ist das, eine Münze oder sowas? Ein Buch, das ist wieder irgendwo versteckt, wahrscheinlich. Es kann aber auch sein, dass es wieder frei zugänglich ist. Und das Spiel nur meint, es wäre versteckt. Hier ist noch so ein komischer Stern, den nehme ich glatt mal mit. So, okay, ist eine Heuschrecke, eine riesige. Tja, nun. Ah, hier ist eine Lupe. Der Ring. Ja klar, mach doch, gerne. Ich weiß aber nicht, ob es geht. Probier's mal. Ich hatte da, glaube ich, mal was gemacht. Aber probier's einfach mal aus. So, ja, geht doch. Mit. Ja, ich habe diese Frau am, wann war das? Dienstag? Montag?
das haben wir bei uns im Büro gehört und haben gedacht, wer quält denn da bitte eine Katze? Die hat die ganze Zeit, das ging die ganze Zeit, das war so schrecklich. Oh, ich glaube Montag war das, ne? Ja. Da machst du Sachen mit, du. Sie wollte sich ja nur so ein kleines Zubrot verdienen, habe ich gelesen, ne? Sachen gibt's. So, ich suche auf jeden Fall mal weiter. Hier ist jetzt die Heuschrecke, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, wir haben sie echt gut gehört. Naja, lustig. Lustig ist anders. Also sie hat da irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 2 Stunden lang ihre Arien da runtergeschmettert. Also aber die ganze Zeit so... Also in den höchsten Tönen, wie so eine Opernsängerin da halt eben, ne, rumquietscht. Also mich wundert's, dass da nicht irgendwie Glas zu Bruch gegangen ist. So, wir suchen noch eine Uhr. Eine Uhr. Ist das hier was noch mitnehmen? Nein, das kann man nicht mitnehmen. Gut, sind wieder so Kleinteile, ne? Eigentlich dachte ich, hier sehe ich mal ein bisschen was besser, weil es ging eigentlich wieder relativ gut los. Hier ist eine Fliege. Oder eine Spinne? Ach, hier, das Ding. Ja, genau. Auf jeden Fall, ey. Naja, ich meine, wenn die Frau vor einem Geschäft steht und dann mit den Leuten, die da drin arbeiten müssen, so tierisch auf den Sack geht, 2 Stunden lang, irgendwann findest du das nicht mehr gut, glaub mir. Das ist dann einfach nur noch belastend. So, hier nehmen wir auf jeden Fall das Uhrendingens mit. Jetzt brauchen wir noch der Tackebeil. Das habe ich, glaube ich, eben auch schon mal irgendwo gesehen. Dachte ich eigentlich. Das Hackebeil. So, geh mal bitte beiseite hier. Was ist das hier? Ein Riesenpinsel oder was? Scheiße. Oh, bam. Und 15 Gegner. Du hast 10.000 Punkte gesammelt. Wuhu, yippie. Ich bin so gut. Naja. Gut wäre, hätte ich dieses Rätsel schon gelöst. Hier ist nur ein Stern. Ja, alle Sheriff-Sterne gefunden. Yippie. Ich habe aber eben schon mal dieses blöde Beil gesehen. Die hat auf jeden Fall ein ordentliches Organ. Die hat im Sonnenhof, glaube ich, stand die ja, ne? Und wir haben die im Turm halt gehört. Dann weißt du, wie laut das war. Das war... Ja... Das war ordentlich. Auf jeden Fall. Oh. Benutze etwas aus deinem Inventar. Den hier? Hä? Nö, dann nehmen wir den Schlüssel. So, endlich die Rennstokumente. Da kann ich ja aufhören. Ja. Den Rest brauchen wir ja nicht. Ja, suchen wir auf jeden Fall nochmal. Ich habe aber, wie gesagt, eben schon mal dieses blöde Hackebeil gesehen. Ist das hier oben? Hier ist es. Siehst du? Sag ich doch. Den Ring und den Schlüssel. Sieht jemand einen Schlüssel? Ich sehe keinen. Hier. Wow. Er hat sich aber gut versteckt. Und jetzt noch das Ringchen. Ein Ring. Einen wunderschönen Ring. Wo bist du? Hier ist er. Ha, mitnehmen. Haha. Brauche eure Hilfe nicht. Ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich stand die aber länger als 30 Minuten dabei. Wie gesagt, das ging länger, wesentlich länger. Mindestens eine Stunde, mindestens. Blutige Quittung vom Bankier ausgestellt auf den verstorbenen Großvater des Cowboys. Ranch-Dokumente, die letzten Seiten sind herausgerissen. Oh mein Gott, wer war das? An der Sache mit der Ranch ist etwas faul. Ich muss herausfinden, was auf den fehlenden Seiten steht. Das wüsste ich auch gerne. So, das hätten wir. Gehen wir jetzt nochmal zum Platz. Ach, und jetzt soll ich mit diesem Nasenpopler hier die Wand aufreißen. Gut. Dieser Zettel ist gut versteckt. Er muss sehr wichtig sein. Aber mal ganz ehrlich, das sind doch nur Holzhäuser. Und die Holzhäuser aus dem Wilden Westen hatten... Das ist ja nicht eine Fassade oder irgendwie sowas, was sich da befindet. Auf keinen Fall. Das heißt, dieser Zettel ist irgendwie... von innen an die Wand gepappt wurden und dann kann man nicht in diese Bank reingehen. Was ja eh schon mal komisch ist, dass dieses Bankgebäude aus Holz besteht. Also in meiner Erinnerung sind Banken auch im Wilden Westen immer gemauert gewesen. Ist egal. Auf jeden Fall wäre dieses Dokument definitiv von innen zu sehen gewesen. Außer es klebt an einem Schrank. Naja, sei es wie es ist. Gefundene Beweise. Seidenes Taschentuch gehört einer Dame. Oh, hallo. Fußabdruck einer Frau.
könnte zur Besitzerin des Taschentuchs gehören, aber nur vielleicht. Zettel mit Zahlen sieht aus wie ein Datum. Alle Beweise deuten auf Charlotte hin. Ach, wie jetzt? Das wird das bisschen... Da gibt's nur zwei Frauen in diesem ganzen Kaff, oder wie? Aber ich finde sie nirgendwo in der Stadt. Naja, sie hätte einen guten Grund zu fliehen. Sie könnte mit dem Bankraub zu tun haben. Es gibt zwei Frauen in diesem ganzen Kaff. Wow, das ist echt erstaunlich. Komm, erzähl mir was. Los! Alles anzünden, auf jeden Fall. Die Stadt ist wohl dann noch... Glad I have the opportunity to investigate a bank robbery. Since the evidence leads out of town, I better head west. Ja. Die Stadt ist wohl doch nicht so ruhig, wie befürchtet. Wie befürchtet, vor allen Dingen wie gehofft. Na gut. Ich bin froh, dass ich einen Bankraub untersuchen kann. Da die Hinweise auf der Stadt führen, reite ich besser nach Westen. Okay. Howdy, auf geht's. Mach dich bereit, denn die Szene wird ausgeblendet. Bring dann die Beweise an die richtige Stelle, um mehr über die Geschichte zu erfahren. Ach du grüne Neune. Typ im Bett, Typ mit Hand, Typ mit, naja, Tussi. Oh. Typ mit... Hier. Ach, und das ist jetzt das ganze Rätsel? Oder wie? Hier. Das Dynamit habe ich ehrlich gesagt nirgendwo gesehen. Ach doch, hier. Fußabdruck. Hä? Fußspuren? Ey, das war richtig! Und hier Papier. Wow, das war schwer. Tut mir leid, Joe. Ich hinterlasse dir nur Schulden. Roy Taylor wird dafür büßen. Ich hole die Ranch zurück und schicke den Geldsack hinter Gittern. Den Geldsack, der hat keinen Namen. Charlottes Plan ist ausgezeichnet. Mit etwas Dynamit schaffen wir das. Darf ich vielleicht erstmal zu Ende lesen? Danke. Da ist anscheinend jemand in der Bank. Ha, das hilft bei unserem Plan. Ah, okay. Ich darf. Rätselfuchs, ja. Fuchs. Buschig, aber nicht so lang. Oder umgedreht? Ist egal. Was? Oh mein Gott. Triff so viele Gangster, wie du kannst. Ja. Bam. Jetzt wird das auch noch zum Shooter hier. Wow. Au. Au. Jetzt wird's anspruchsvoll. Glaube ich. Nein, daneben. Kann gerade nicht, ich lese gleich. Entschuldigung. Das ist voll anstrengend. Nein! Einer! Oh! Auch nur, weil ich nachladen musste. Das Huhn? Welches Huhn? Ach hier, habe ich gar nicht gesehen. Darf ich noch? Ne, schade. Oh, jetzt darf ich wieder rätseln. Ja, Schuh, Button. Hier? Ne, doch. Einmal das Schüchchen, einmal die Kohle. Aber was sind das bitte für Rätsel, wo einfach nur der Bildschirm abgedunkelt wird und man muss dann das passende finden? Also das ist doch... Ich muss echt mal gucken, ab wie vielen Jahren dieses Spiel ist. Schuh und Kleid sind perfekt. Ich hoffe, ich treffe den Richtigen beim Ball und werde mit ihm glücklich. Wer ist da? Spender Geldschack. Mary Liebling. Mary Liebling, komm doch runter und begrüße Mr. Taylor. Hallo Mary, schön dich wiederzusehen. Ich habe ein Geschenk für dich, ein Schatz. Ja. Ey, warte doch mal. Für Sie habe ich ebenfalls etwas, Mr. Parker. Das wird Ihrem Geschäft gut tun. Kohle, Kohle, Kohle. Du hast ein Minispiel abgeschlossen. Ja. Ja. So. Kurzer Zwischenstand. Wie gefällt es euch so? Also mir macht Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diese Rätselspiele wirklich, wirklich cool. Hätte ich nicht gedacht. Ist echt mal was anderes. Also als immer nur irgendwas zu bauen oder irgendwie... Mir gefällt's, muss ich wirklich sagen. Hat was. Bis auf diese Messi-Familien, die überall ihren Scheiß rumliegen lassen. Ganz ehrlich. Aber es fetzt irgendwie. Ja, gut, fetzt. Finde ich gut. So.
Jo. Oh, das Indianerlager. Canyon. Hier gibt es nur zwei Orte. Vielleicht noch diese Mühle hier unten. Indianerlager oder Canyon. Ihr entscheidet. Indianer oder Canyon. Indianer! Sehr gut. Die Mehrheit für Indianer. Okay, dann gehen wir ins Indianerlager. American Indians have their own issues. I don't think they would rob the bank. But I need to be thorough. Indianer in Pyjamas. Woher kenne ich das? War das nicht irgendwas anderes in Pyjamas? Ich weiß es nicht mehr. Ein Anton? Anton in Pyjamas? Die Indianer haben ihre eigenen Probleme. Die würden bestimmt keine Bank ausrauben. Wenn ich das hier sehe, haben die eindeutig Probleme. Nessie-Indianer. Aber ich muss es genau wissen. Alter. Aber keine Katze, oder? Habt ihr schon eine Katze gesehen? Katze, 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 Katze. Aber ein Hund. Benutze etwas aus deinem Inventar. Wie wär's mit diesem Knochen? Eine Münze. Ui, das ist jetzt wieder mal so ein schönes Ding, was wieder so kräftig bunt ist. Hier oben ist irgendein Mond. Eine 4. Haben die auch Hausnummer bei den Indianern oder wie? Hund hat die Katze gefressen. Das kann sein. Oder er sitzt auf der Katze. Das wäre auch eine Idee. Hier ist ein Schmetterling. Linkschmetter. Hier ist auf jeden Fall dieser Salamandervogel-Typ da. Hier ist die Münze. Eine Baggerschaufel oder was ist das? Gut, Indianer mit Baggerschaufel. Jo, so ist das. Salamandervogel. Ja, Entschuldigung. Ja, Salamandervogel. Der Vogel halt, dieses Viech da. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, Blümchen ist hier unten, befindet sich an dieser Stelle. Hier ein Skorpion. Nehmen wir den. Baron Götter. Also, das sind wirklich, also, solche Messis, ey, das ist nicht wahr. Hier oben hängt einfach mal so ein Hufeisen auf dem Zelt rum, ne? Wow. Und hier, was ist das, ein Ei oder was? Hier ist ein Hut. Sieht aus wie ein Hut. Mann, Mann, Mann. So, Perlenkette. Hier sind zwar irgendwelche Perlen, aber das ist nicht dieses Ding. So, eine Libelle. Libelle. Lü, Ich bin ein Pferd, ich verstecke mich in diesem Busch. Tschüss. Ho! Nein! Familienoberhauptvogel? Naja, das nächste ist ein Salamandervogel. Aber das reicht ja schon. Hey, das ist ein von Joes Pferden. Ja, ach so. Hä? Was? Ja, okay, mach, finde ich gut, finde ich gut, bin ich dabei. Ich möchte das Ergebnis dann aber bitte sehen. Ja, okay, Schmetterling, den habe ich schon mal gesehen, genau. Okay, dann haben wir die Libelle, stumpfe Messer wahrscheinlich. Damit kannst du doch, da kannst du nicht mal. Nee, geht nicht, auf keinen Fall. Warum bist du jetzt auf einmal rot? Stilecht. Rumkommen. Du hast jetzt hier so einen roten Balken davor. Das weiß ich jetzt gar nicht. Hast du deine Farbe gerade geändert oder was ist das jetzt für ein tolles Gelöt? Hundi, geh mal weg. So, Messer. Ich hätte gern das Ding mit mir. Wie hat er sich denn jetzt da dahinter versteckt? Hä? Wie geht das? Das macht echt Laune. So. Ein Quatsch teilweise. Ja, das ist hier bestimmt eine Pfeife oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß, ich bin selber eine Pfeife, ist mir klar. Danke. Ist das die Pfeife? Nee, ne? Ich sehe gerade wieder wirklich nichts, ne? Ist irgendein Brief noch? Was ist das hier? Nein. Aber die Libelle sehe ich auch irgendwie. Ach, ich habe die 4 gefunden. Mit du 4. So. Das sollte eigentlich. Ja, da oben. Ich wollte gerade sagen, das sollte leicht zu finden sein. Das ist so. Ja, hier. Hab doch gesagt, dass ich diesen Mond haben will.
Automod? Mhm. Okay. So, wir haben hier so eine. Was ist denn das? Keine Ahnung. So. Da ist hier eine Weihnachtskugel oder sowas. Automod. Ah, okay. Und unterhalten sich. Die eine hat einen sehr großen Hund. Sie so, mein Hund heißt Asgard. Und die andere so, oh, ist das aus Harry Potter? Ist das aus Harry Potter? Ja, na klar. Geschichten, die das Leben schreibt, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall dieses Gelöt schon mal gefunden. Ey, das habe ich doch vorhin schon mal angeklickt, das Ding. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass man die Sachen nur dann erst anklicken kann, wenn man sie auch wirklich in dieser Leiste hier unten hat. Das ist etwas, was mir ein bisschen missfällt. Das fand ich bei Grim Tales besser. So, ein Level. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht ist Heidelbeeren das aggressive Wort. Heidelbeeren. So, Löffel. Ja. Ich habe schon die ganze Zeit gewundert, was das hier oben ist. Das sah aus wie ein Ei. Okay, ein Messerchen. Ein Messerchen, eine Libelle. Wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas wird's sein. Okay, wenn ihr was seht, sagt Bescheid. Naja, versteck dich nur wieder. Du Fox. Bestimmt unter diesem Hund ist der Schlüssel. Geh ich jede Wette. Boah, das ist jetzt echt wieder schwer, ne? Ich sehe es wirklich gerade nicht. Schau mal einen Tipp. Ach, das ist das Messer! Ich gucke immer nur nach so einem kleinen Bubbelmesser und nicht nach so einem Riesenteil. Ja, wo ist die Libelle? Irgendwo in was Grünem verstecken, gehe ich mal von aus. Vielleicht hier irgendwo? Nee, ne? Hundi, geh weg! Ist auch noch was? Schön, dass du gerade da rausguckst. Ja, gib mir mal einen Tipp. Was ist denn da? Neben dem Stern? Ach, diese Baggerschaufel. Ganz ehrlich, ich gehe bei diesen grauen Teilen echt davon aus, dass da noch irgendwas weggeräumt werden muss. Tja, keine Ahnung. Was das jetzt wieder soll. Ja, komm, es sind nur noch drei Sachen. Die müssen doch jetzt auffindbar sein. Blöde Libelle. Ah, da ist die Libelle. Jetzt brauchen wir noch diesen tollen Knüppel hier. Knüppel mit Federn dran. Ich suche mal nach Federn. Sucht ihr nach einem Knüppel? bam, 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 bam. Es ist echt ganz schön schwierig, dieses Ding zu finden, weil diese ganzen Farbtöne. Das ist wahrscheinlich wieder euch in so einem Riesenteil und ich sehe es jetzt wieder einfach nicht. Das ist es nicht. Schau. Puh. Ne? Ach komm, gib mir den Tipp. Da. Tja, jetzt muss ich hier noch irgendwo diesen Schlüssel finden. Aber ich kann diesen Hund ja nicht beiseite bewegen. Wo der wahrscheinlich drunter ist, dieser Schlüssel.
Gehe ich mal stark von aus. Tja, nun. Wird etwas aufgeschmissen. Ich sehe nicht. Leck mich die Füße, ey. Finde Inventarobjekte an einem anderen Ort, um diesen abzuschließen. Ich habe auch noch nicht alle Sterne gefunden. Naja, egal. Canyon! Oh, ey. Jimmy, Kutscher. Arbeitet als Lohnkutscher, seit er 20 war. Ehrlich und anständig. Nimmt seine Arbeit sehr ernst. Ist verheiratet. Also nichts für die Mary? Ich glaube, Mary hieß sie, ne? Howdy. Schön, Sie zu sehen, Sheriff. Ich hatte ein kleines Problem mit dem Rad, aber das habe ich schon repariert. Können Sie mir wohl einen Gefallen tun? Vielleicht. Hey Jimmy, ich bin gern zu Diensten. Also, die Kutsche sollte nicht unbewacht bleiben, da ein wichtiges Paket für Mr. Taylor drin ist. Würden Sie sie für mich bewachen? Ich bin 5 Minuten wieder da. Sagen sie alle. Keine Sorge, ich passe gut auf. What could be inside this parcel? Who sent it to Mr. Taylor? Was könnte wohl in dem Paket sein und wer hat es Mr. Taylor geschickt? Der Typ ist bestimmt seit, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde hier und hat sich wieder mal wie ein Messi ausgebreitet. DHL-Kutsche. Ja, früher war das halt so. Oh, ein Hasi. Oh, hier, das Hasi. Oh, das ist aber schnuffig. Hasi. Was haben wir denn hier? Messi-Haufen wegräumen. Hä? Pferdespuren? Pferdespuren führen zur alten Wassermühle. Der Reiter war allein. Ich glaube, meine Nase hat nicht gelogen. Da denke ich jetzt nicht drüber nach. Mitnehmen. Wahrscheinlich. Das könnte sein. Das würde diese Unordnung hier erklären, wenn das gesprengt wurde, ne? Das würde diese Unordnung erklären. So ein Kettchen auf jeden Fall. Ist das dieses hier? Ja. So, eine Feder, ein Brief, ein Hut? Dieser Hut. Ein anderer Hut. Ein Ist das ein Reißverschluss? Sieht aus wie ein Reißverschluss, ne? Schüchen. Wo sind denn die Schüchen? Die sind da. Eine Feder. Da. Ach, der schmückt sich mit fremden Federn. So, so. Nutze etwas aus deinem Inventar. Wie wär's da? Schlüssel? Kiste? Das ist der Hut. Dieser komische Lappen. Der da? Nee. Brief. Brief ist hier. Ist das eine Schlange? Die möchte ich aber nie einsammeln, du. Hier ist Geld. Hier ist diese komische Dingens. Ein Käfer. Heiliger. Ein Käfer. Hier. Der schöne Hut. Der tut so gut, dieser schöne Hut. Wo ist der nur? Warning. Landslides. Ah. Muss man aufpassen. Da slidet das Land. Ja, ne? Hier ist der Hut. So, dann haben wir noch das Paket. Dann haben wir diese Schlange. Die müsste eigentlich relativ ins Auge stechen. Wollte ich schon gerade sagen. Ist ein bisschen versteckt. Dann das Viech hier. Ist hier oben, ne? So, dann haben wir noch diesen, was ist das? Eine Mühle oder sowas, ne? Oh. Eisenbahnbillett. In die Hauptstadt für Mr. Taylor und Miss Stewart. Interessant. Ja, gut. Billet. Was auch immer das sein mag. Okay, weiter geht's. Was haben wir noch? Wir brauchen noch dieses Gelöt hier. Dann diesen Löffel oder was das ist. Den Knochen.
Die Sicherheitsnadel, der Löffel ist hier. Die Sicherheitsnadel wird doch so schön versteckt sein. Hier zum Beispiel. Noch irgendwelche Sterne seht, sagt Bescheid. Stern. Ist eine Schleife oder was ist das? Ein Knochen. Hier ist der Hundi. Jetzt haben wir irgendwie in jedem Bild hier Hundis drin, oder? Das waren es Katzen in der Stadt, in außerhalb sind es Hundis. Hier ist noch ein Stern. Und hier ist noch ein Stern. Da haben wir alle Sterne gesammelt. Sehr schön. Okay, jetzt brauche ich noch dieses Paketchen. Das ist vielleicht hier drin, gehe ich mal von aus. Den Knochen, weil der Knochen wird nicht da drin sein. Und dieses Ding. Das sehe ich auch gerade nicht. Ach, hier dahinter. Hat sich versteckt. Jetzt brauchen wir noch den Knochen und die Kiste. Knochen, Kiste, hier ist auch ein Knochen. Nehmen wir das Viech mit. Ist auch ein Knochen. Da muss stehen Hundi. Nein? Schade. Knochen, Knochen, Knochen. Und diese Kiste. Das ist schwierig. Ich sehe ja nicht mal die Kiste und die müsste doch eigentlich ins Auge stechen. Aber jetzt ernsthaft, wo ist dieser Knochen? Ich schätze mal, ich brauche diese Schaufel, um irgendwie diesen Knochen auszubuddeln, ne? Hä? Hätte ich jetzt ernsthaft gedacht? Ach hier! Okay, was für ein Riesenknochen. Der Hund wird ein schönes Festmahl bekommen. Naja, gut. Inventarobjekte an anderen Orten. Gut. Gehen wir nochmal zu dem Indianerlager. Hier fehlen nämlich auch noch ein paar Sterne. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Sterne weiter gesehen. Hier noch irgendwo Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendwo was sehe. Sterntechnisches. Vielleicht hat der Hund euch nur eingefressen. Ach komm, ist egal. Deponia ist großartig. Also ich liebe die Deponia-Reihe. Ich bin mal gespannt, ob Poki noch einen weiteren Teil macht. Ich glaube nicht, beziehungsweise muss schon fast sagen, ich hoffe es nicht, dass er noch einen macht, weil die Reihe eigentlich, sie ist beendet. Sie ist wirklich beendet, ne? Ach, du hast noch gar keine 50er-Leitung bei dir liegen. Was hast du denn? Ich habe zum letzten gesehen, dass dein Stream nicht so ruckelig, also sehr ruckelig war und deswegen du dann abgebrochen hattest. Hat Kata Hekasa. Kata Hekasa. 16, aber mit einer 16er sollte man doch eigentlich gut streamen können, oder? Hast du mal probiert, auf 720p runterzustellen, vielleicht? Ach, 14 kommen nur an. Ach so. Häuptling, feindlich gegenüber Amerikanern eingestellt, hat an vielen Aufständen gegen die Kolonisierung teilgenommen. Ach, der Upload ist schlecht, aber ich weiß halt nicht, wenn der Upload so schlecht ist bei der 16er, ob der bei der 50er dann umso viel besser wird, ne? Also, ich will dir jetzt hier keine Angst machen oder irgendwie sowas. Vor 2 GB, 5, 6 Stunden, oje, oje, oje. Naja, da kann man nur hoffen, dass das besser wird, ne? Hau, mach ein weißer Mann hier! Sei gegrüßt, großer Häuptling. Ich suche einen Mann, der kürzlich hier war. Ein Weißer, etwa 40 Jahre alt. Hier ist ein Bild von ihm. Hat er mal schnell gemalt. Wir nicht einmischen in Sachen von weißem Mann. Ich nicht interessiert für Leute reiten vorbei. Ich niemand gesehen. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Hört sich an, als würden Gangster das Lager angreifen. Ich brauche etwas Zeit, um mich umzusehen. Die Leute hier durften bald merken, dass der Lärm nur von der Vogelscheuche kommt, die ich angezündet habe. Wann hat er denn das gemacht? Mindestens 42 werden. Naja. Du könntest eine YouTube-Party machen.
Sag Bescheid. Something tells me the chief is holding something back. Let's see what it could be. Irgendetwas sagt mir, dass der Häuptling etwas verheimlicht. Mal sehen, worum es dabei gehen könnte. Ja, im Übrigen, ich hatte auch schon mal überlegt, also ich habe jetzt am Sonntag hatte ich ein Horrorspiel in VR gespielt auf der PlayZ. Ich weiß noch nicht, ob sowas zu streamen Sinn macht, weil das ist irgendwie schwierig, würde ich meinen. Also man kann das nicht so, ich glaube, das kommt nicht beim Zuschauer so gut an, wenn man das nicht selber irgendwie spielt, weil das ist halt irgendwie so, ja gut, da guckt sich halt jemand im Raum um und das. Aber ich glaube, ein Horrorspiel werde ich auf jeden Fall auch mal machen. Ich weiß nur noch nicht, was für eins. Mal sehen. Kriegen wir schon hin. Ja, nee, das verheimlicht doch nicht. Obwohl das hier eigentlich noch relativ in Ordnung ist. Es hat eine Ordnung. VR hast du keine Ahnung. Macht mega Spaß. Macht mega Spaß. Wenn du mal wieder da bist und vielleicht Bock hast, kannst du es gerne mal ausprobieren. Kommst du mal vorbei, guckst du es mal an. Ist mega gut. Macht echt Laune. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht verträgst du es. Wenn du es nicht verträgst, dann war es eine nette Idee. So, okay, wir suchen eine Pfeife. Sitzt wieder mal vom Monitor, ich weiß. Ein Haufen Geld, woher der Häuptling es wohl hat. Money, money, money. So, er hat vor allen Dingen einen Besen. Er hat einen Besen und hier drin sieht es aus wie Sau. Naja. So, wir suchen einen Pfeil. Ein Fallsimulator spielen muss? Also, nee, sowas habe ich nicht. Hast du Höhenangst? Oder wie? Sind wir nämlich schon mal zu zweit, wenn dann. Also keine Angst. Ah, okay. Also, jetzt überlege ich gerade, habe ich irgendwas mit Höhe? Also, Wüsste ich jetzt gerade spontan nicht. Da war wieder ein Gangster, der sich hinter diesem Bogen-Dingens, nee, hinter diesem Speer versteckt hat. Habe ich zu spät gesehen. Okay, hier ist wieder ein Hasi. Oder ist das? Das ist irgendein Viech. Ist auf jeden Fall knuffig. Die Miets. Hier ist auf jeden Fall wieder eine Miets. Sehr schön. Ja. Also ich sehe gerade irgendwie überhaupt nichts. Dieser elende Messi-Indianer. Ein Pfeil. Käferli. Hier ist ein Foto. Das kann man bestimmt noch einsammeln. Ein Kuschelbison. Stimmt, das ist ja ein Bison. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, eine vermisste Blume gefunden. Seit wann vermisst man Blumen? 20.000 Punkte gesammelt. Prima, Sheriff. Weiter so. Hier ist eine Maus. Ein Messer. Ich sehe hier gerade wirklich gar nichts, ne? Ist das das Messer? Nee, das ist ein Dominostein, oder? Hä? Ist das das Messer? Großes W, das sollte man auf jeden Fall irgendwo sehen, ne? Diese komische Blume oder was das ist auch. Oh, ich bin gerade echt blind, ich sehe gerade gar nichts. Hä? Ist hier ein Stern? Der deinen Namen trägt. Schloss am linken Rand. Ah, da. Dankeschön. Tja, ne? Hier ist noch ein Stern. Die Sterne finde ich, ne? Aber das, was wichtig ist, finde ich irgendwie nicht. Noch so ein Krabbelkäfer. Diesmal. Boom. 20 Gangster getroffen. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Hier ist der Bogen. Glück auf. Hallo Dirk. Na, mein Freund, wie geht's dir? Alles gut? Eine Haselnuss. Oh, das Viech. Zettelwirtschaft. Ein großes W. Großes W. Ich sehe hier echt nichts. Hier ist das W, oder? Ne, sah nur so aus. Hä?
Boah, das Bild macht mich gerade fertig. Ich mache einen Backflip. 360. Schön. Gibt's nicht. Freiberg? Ach hier. So, gelöt. Oh, dieses Bild ist echt. Das macht mich echt fertig gerade, ne? Ich sehe hier nix. Miet! Ach so, das meinst du. Das sagt man da. Ah, okay. Mehr Kontext. Es kann nicht sein, dass ich diese blöde Lampe nicht finde oder die Glöd hier. Hä? Verstehe ich nicht. Ist das Ding? Rechtes Horn? Rechtes Horn? Horn? Blume? Ach, hier, das Ding. Ja, stimmt. Danke. Büffel. Ja, genau. Ich hab's entdeckt. Danke, danke, danke. Boah, das ist echt schwierig, ne? Bison. Federschmuck. Federschmuck? Ja, ich hab's doch gefunden! Ich hab's doch gefunden! Der hat Vogel! Vogel? Wo ist hier ein Vogel? Ach, den meinst du? Ach, hier oben. Ja, 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 stimmt, stimmt. Den hab ich noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Hab ich noch gar nicht hingeguckt, aber trotzdem, danke. Ich bin immer noch bei den ersten Sachen. Ich finde die nicht wirklich. Das ist echt blöd hier. Ein Messiladen, der seinesgleichen sucht, ne? Also wirklich. Ja, genau. Boah, ist das ein Mistikack. Gib mir mal einen Tipp hier. Da oben ist das weh. Da habe ich noch überhaupt nicht hingeguckt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Einen Revolver. Was macht denn der Indianer mit einem Revolver, der hier versteckt ist? Den habe ich jetzt gleich gesehen, komischerweise, ne? Aber der Rest... Roter Knopf. Oder was auch immer das für ein Gelöt ist. Ach, hier. Oh. Meine Güte. Das war wirklich gut versteckt. So, jetzt brauchen wir noch Pfeife, Streichhölzer, Knopf und Käfer. Knopfkäfer. Schrecklich, ja. Echt mal. Ganz schrecklich. Dieses Bild ist auch schrecklich. Oh, macht mich fertig gerade, ey. Das habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Habt ihr das Ding gesehen? Ich hab das nicht erkannt. Boah, das war echt heftig. Das Ding hier noch. Und die Streichhölzer. Also. Ja, eine Schüssel. Hab ich auch gedacht, das sah aus wie eine Schüssel, ne? Oder euch in so ein Trog. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Hä? Oh, meine Güte. Döner in einem Wimmelbildspiel? Keine Ahnung. Gibt's vielleicht irgendwie. Musste wahrscheinlich ein türkisches Wimmelbild spielen. Eins aus Berlin. Türkische. Keine Ahnung. Ah, gut, dass ich mit der Maus da gerade hingekrabbelt habe. gut, da waren es nur noch zwei. Ah, die passen halt echt gut hier irgendwie in das Bild rein. Man findet sie halt nicht. Ja, wenn ich alles anklicke, gibt es Minuspunkte. Deswegen darf ich das nicht. Aber ich nehme noch mal einen Tipp. Oh.
Das Offensichtliche sieht man nicht, ne? Boah, unter der Puppe. Was ist unter der Puppe? Wow, danke. Die habe ich echt nicht gesehen. Gefundene Beweise. Der Häuptling scheint einen Waffenhandel verstrickt zu sein. Waffen in großen Mengen kann man nicht von den örtlichen Gangstern verstecken. Sie dürfen daher an dem Geschäft beteiligt sein. Rifleman. Ernsthaft? Der heißt Rifleman? Wusste vermutlich davon. Rifleman. Ja, ich bin bei dem blind, bei dem Bild war ich jetzt echt blind. Also, aber wie gesagt, vorher ging es die ganze Zeit echt relativ gut vorwärts. Aber das sind halt so Bilder, wo halt farblich alles irgendwie sich miteinander deckt und da klotzt du da drauf und denkst dir so, nee. Hm. Dem Brandzeichen nach wurde das Pferd aus Joes Stall gestohlen. Sag das 10-mal schnell hintereinander. Joes Stall, Joes Stall. Oh Gott, das will lieber nicht. Woher wollt ihr den Dirk kennen? Er ist der Dirk, aber kennt ihr den alle? Dirk, bist du so eine Persönlichkeit? Ich weiß, ja, du bist eine Persönlichkeit. Ja, komm, mach das unter euch aus. Wer immer mit Joes Pferd abgehauen ist, hat sich das Tier entledigt. Das heißt, das Pferd diente lediglich zur Flucht. Festival? Ja, Dirk mit Ö, richtig. Festivals? Hä? Ich hab gar nichts erzählt. Die beiden gucken heute zum ersten Mal zu. Ich weiß nicht. Oh. Harry Johnson, auch als Rifleman bekannt, 35 Jahre alt, zog vor 5 Jahren nach Madison, kaufte sich eine kleine Ranch, arbeitete früher in der Viehzucht, berüchtigt für seine dunkle Vergangenheit und kriminelle Verbindung. Dunkle Vergangenheit? Hat er unter einem Fels gewohnt oder irgendwie sowas, dass er kein Licht hin... Ja. Mr. Rifleman. Jack, sie hätte ich hier nicht erwartet. Ist der alte Bill sie doch noch losgeworden? Oh, ich hab grad Hals. Entschuldigung. Also nochmal was trinken. Ah, ja. Hallo Rifleman. Hallo Rifleman. Warten Sie auf jemanden. Oh Gott. Nein, ich wollte nur eine Kleinigkeit holen. Ja, aus seinem Messi-Laden hier oder was? Na gut, diesmal haben Sie Glück. Ich suche nämlich jemand anderen. Ob Rifleman wohl etwas mit dieser Verabredung zu tun hatte? In der alten Wassermühle. So, ein Hackebeil. Das könnte ein... Das sieht aus wie ein Morgenstern, aber hier ist ein Stern. Eine 8. Ein Krug. Der ist hier. Manchmal nervt mich dieses Mikro ein bisschen, wenn es in der Larve hängt, ne? Ja. Benutze etwas aus deinem Inventar. Das Schäufelchen. Oh. Was denn das? Zettel, der Plan wurde geändert. Treffen Lager in 2 Tagen. Wer versteckt denn das da? Das ist doch kein Versteck. Hm. Benutze etwas aus deinem Inventar. Hier. Ein Oh. It's no accident, the basement was locked. Now I wonder why. Ja, ich auch. Und wieder eine Katze. Es ist bestimmt kein Zufall, dass der Keller abgeschlossen ist. Ich wüsste nur zu gern, warum. So, hier oben ist eine Flinte. Vielleicht brauchen wir die mal. So, ein Riesendominostein. Der liegt hier. Eine Büchse Thunfisch oder irgendwie sowas. Hier, also man hätte hier echt noch ein paar Rätsel einbauen können, ne? Also die ganze Zeit nur irgendwas zu suchen? Ja, ich darf noch nicht. Ich habe noch keine 50 Daumen, wo wir schon mal dabei sind. Bitte. Ja, aber darauf kommt es mir ja eigentlich gar nicht an, weißt du? Also, dass ich damit Geld verdiene, macht das ja eigentlich nur aus Spaß. Um jemanden hier, ich weiß schon, zu bespaßen. Aber ich könnte das eigentlich gebrauchen für... Ich brauche eine Capture-Card. Nein, alles gut. Alles gut. Da muss man das nur wieder von der Steuer absetzen. Nee.
Das ist mir ein bisschen, ne? Oh, ein Pfennig! Er hat einen Pfennig! Oh. Dass ich das nochmal sehe. Gut, weil ich... Benutze etwas aus dem Inventar. Hier, Streichhölzer oder wie? Ja, wow. Ach so, okay. Ich dachte, das müsste man dann, wenn, über Twitch selber machen. Muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, darauf kommt es mir eigentlich nicht an. Gar nicht. Ich suche auf jeden Fall einen Pfennig. Ach cool, Glückwunsch. Hast du schon 50, nee, wie viel sind das? 100 Zuschauer oder wie viel waren das? Das waren relativ viele, ne? Gut, ich meine, Streams auch schon ein bisschen länger als ich. Ich habe ja erst vor 3 Wochen oder so angefangen. Von daher. So, was ist denn das hier? Schlauch? Ja. Es freut mich. Ist noch ein langer Weg bis dahin, aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Ja. Elefant. Elefant im Porzellanladen hier, ne? Mhm. Das Ding auf jeden Fall. So, der Elefant, die Trommel oder was ist das? Ist hier. Das ist ein Hobel, ne? Oh je. Yeah. Genau. Für einfach nur folgen. Ich hätte irgendwo oben, glaube ich, diesen Knopf. Der müsste da oben sein. Ja, 13. 13 sind nicht 50. 50 brauchen wir fürs Affiliate. Und ich glaube 115 oder 100. Ich weiß es nicht mehr. Waren dann für richtig Partnerschaft, ne? Aber wie gesagt, es ist alles okay, alles okay. So, hier ist der Hobel. Das ist wirklich ein Pfennig. Wo ist dieser Pfennig? Da ist der Pfennig. So, die Ölsardinen. Hm. Nur 556? Hm. Nur? Das ist noch langer Weg bis dahin. Und du hast doch einfacher. Bist eine Frau, bin ich nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier ist der Elefant im Übrigen. So, der Topf, eine 7. So, da ist der Topf. Bei Loots anmelden, das könnte ich machen, ja. Das habe ich auch schon gesehen. Muss ich mal gucken, aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt. Was war das jetzt? Was ist das immer für ein Geräusch? Ist das irgendwie mit der Miet? Ein Schloss ist... Hier. Geldsack? Oder was ist das? In Wimmelbildforen Werbung machen? Nee. Wie gesagt, es kommt mir da nicht drauf an. Also ich stream auch, wenn da Kenner zuschaut. Das stört mich auch überhaupt nicht. Dann quatsche ich halt mit mir alleine. Das ist... Für mich ist das, um es mal ganz ehrlich zu sagen, für mich ist dieses ganze Gestreame eigentlich ein Mittel zum Zweck, um so ein bisschen... Wie soll ich sagen, so aus mir rauszukommen, weil ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Jahren wahrscheinlich auch durch die Arbeit bedingt oder was auch immer meine Sozialkompetenzen haben nachgelassen, massiv. Also mit jemandem zu reden fällt mir manchmal echt schwer und deswegen mache ich das hier. Das ist für mich so ein bisschen, wie gesagt, Mittel zum Zweck und deswegen versuche ich das halt eben. Dann quatscht man halt mit sich alleine, mein Gott, dann sitzt man halt 2 Stunden hier und quatscht halt eben mit der Luft. Ah, gut. Ich habe gerade mal geguckt, wie spät es ist. Aber das haben wir noch. Da haben wir noch ein paar Minuten Zeit. So, jetzt brauchen wir diesen Nachtfalter. Und wir brauchen ein Blümchen. Dann lass mal den Kollegen hier mit. Hier ist das Blümchen. Dann geht's auch nämlich schon mal weiter. Was ist das hier eigentlich? Ist das eine Peitsche oder was ist das? Manchmal hier. Genau. Und ich suche immer noch diese Sardinendose. Nein. Wo ist die? Genauso wie dieser Falter. Das ist er nicht. Hier ist der Falter. Der hat sich sehr gut versteckt.
Der Geldsack und die Spitzhacke. Die ist da. Hä? Was macht denn der die für ein Gewusel da? Gut, die Dose und der Geldsack. Da ist die Dose. Komm schon, den Geldsack finden wir auch noch. Go, 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 Geldsack, go, Geldsack. Hast du eigentlich Discord, Sophia? Könnten wir vielleicht mal demnächst ein bisschen quatschen, wenn du mal Bock hast. Dann kannst du mir ja mal vielleicht ein paar Tipps geben oder so. Das wäre mir sehr lieb. Ja, Tim, ich habe gestern Abend schon gesagt, ich habe wahrscheinlich den falschen Charakter genommen. Also, er gefällt mir nicht wirklich. Ich bin am Überlegen, vielleicht baue ich mir nochmal einen neuen. Mal sehen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil aktuell komme ich mit dem überhaupt nicht klar. Das ist so... Komm, gib mir mal den Tipp. Hä? Boah. So, mach auf hier. Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe vor, ich glaube, ein oder zwei Monaten habe ich mitbekommen bei einem anderen Streamer, dass ein Kumpel von ihm das auch macht. Also Twitch als, ich sag mal, Vollzeit. Ich würde dir ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht machen. Weil aus dem einfachen Grund, irgendwann ist das vielleicht für die Leute nicht mehr interessant. Und dann stehst du da. Und dann musst du zusehen, dass du irgendwie wieder in einen Beruf reinkommst, irgendwas findest. Ich würde dir ganz ehrlich raten, mach das nebenbei. Mach damit vielleicht nebenbei ein bisschen Kohle. Keine Ahnung, wenn du das brauchst. Oder was heißt brauchen? Wenn die Leute dir das Geld freiwillig geben, sagen wir es mal so rum, dann sollen sie machen. Ansonsten würde ich das nicht hauptberuflich machen. Also, nee. Weil vor allen Dingen, weiß ich nicht, wahrscheinlich leiden dann auch deine sozialen Kompetenzen darunter. Weil du denkst halt eben, ja, jetzt teile ich mir den ganzen Tag nur so ein irgendwie und setze mich dann abends für 4 Stunden hin und stream irgendwas. Aber was machst du denn den Rest des Tages, weißt du? Ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Klar mögen die Kollegen manchmal doof sein. Oder vielleicht in deinem Fall auch immer. Ja, aber deine Zeit ist doch vom Prinzip her in der Firma, da ist doch absehbar, oder? Also, wie lange hast du jetzt noch? 3/4 Jahr oder so? Das ist doch absehbar. Das kann man doch, ich sag mal, aussitzen. Ne? Also, ich, ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Das ist wirklich eine heiße Kiste. Da muss man wirklich sehr, sehr gut drüber nachdenken. Wirklich. Genau. Ja, wie gesagt, es ist nur, das ist meine Meinung. Also ich, wie gesagt, ich würde es nicht machen, weil das ist einfach, das ist, wie gesagt, nebenbei, ja, okay, aber nicht hauptberuflich. Also von demjenigen, von dem ich das mitbekommen habe, der ist wohlgemerkt noch im Studium. Irgendwie zum, ich glaube, Architekt oder irgendwie sowas. Und dann das Studium deswegen abzubrechen, nur weil du die Hoffnung hast, dass es läuft. Oder weil du jetzt gerade mal ein Hoch hast, wo du sagst, ja, jetzt läuft's gerade. Ja, das kann in einem Monat oder einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Das ist halt eben mein Punkt, wo ich sage, okay, das ist ein Geldsack aus der Sunnyvale Bank. Warum versteckt jemand gestohlenes Geld im Keller der Wassermühle? Es könnte vielleicht als Bezahlung oder Belohnung gedacht sein. Jut, jetzt haben wir hier diesen tollen Raum noch. Hier ist ein Wanted-Poster. So. Ja, Tim, was mit meinem Charakter nicht stimmt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist der falsche Charakter für mich, habe ich so das Gefühl. Der ist halt wirklich, der kann nichts. Er kann im Prinzip Türen aufmachen. Er kann Leute beklauen. Rein theoretisch könnte er das, aber... Ist irgendwie... weiß ich nicht. Ist nicht so aktuell, wird er noch nicht gebraucht. Und deswegen, also im Kampf ist er unnütz. Ja. Ja, wie gesagt, das kann für eine Zeit lang kann das mal echt gut laufen. Wenn du vielleicht einen großen Streamer in Anführungsstrichen hast, der vielleicht so im Schnitt 1200, 1000,
1000, 2000 Zuschauer hat, der zieht dich dann ein bisschen, der pusht dich. Aber wie gesagt, irgendwann wird das vielleicht auch langweilig oder vielleicht zerstreitet man sich oder irgendwie sowas und dann stehst du halt da, ne? Keine Ahnung. Also, aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Ich würde das persönlich nicht machen. Das ist, dafür mag ich meine Arbeit zu sehr, auch wenn es manchmal nervt. Zurzeit nervt es mich einfach nur. Keine Ahnung warum, aber es nervt mich einfach nur. Aber das geht auch wieder weg. So, hier ist auf jeden Fall die 8. Hier ist das Beil. So, dann haben wir noch... Ja, das stimmt. Im Wald kann man keine Türen öffnen. Ist doch vollkommen okay, Tim. Ist vollkommen okay. Ich muss erstmal dazu kommen, mir das Regelwerk durchzulesen. Das habe ich bis jetzt leider immer noch nicht geschafft, weil ich aktuell noch im ersten Scheibenwelt-Roman festhänge. Ich finde es gerade so geil. Das macht echt gerade Laune. Aber wenn ich damit durch bin mit dem Buch, das wahrscheinlich diese Woche noch klappen könnte, werde ich auf jeden Fall mit dem Regelwerk anfangen. Ja, vor allem, ja, das ist wirklich schwer mit zwei Dieben. Da hast du vollkommen recht. Na doch, ich habe so das Gefühl, dass die anderen schon gelesen haben. Also, kommt mir zumindest so vor. Sonst müssen sie diverse Dinge nicht. Ja, hier sind die Schuhe, ne? Was ist das? Hier liegen Patronen. Das ist manchmal wirklich einfach nur ein Abgefahren von dem Bildschirm, ne? Das ist irgendwie komisch. Movie Maker, Ist aber nicht schwer. Ist nicht schwer. Also Videos schneiden ist nicht so schwer. Auch mit dem Movie Maker ist das nicht schwer. Ich habe in letzter Zeit halt auch ein Video zusammengeschnitten. Ging wohlgemerkt 1,5 Stunden. Viel, viel Arbeit. Und ich habe aber Premiere dafür genommen. Weil das... Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und so schwer ist Premiere auch nicht. Kostet nur halt eine feine Kohle, wenn du damit 35 Euro oder so im Monat bei bist, ne? Ja, Mike ist Mike, Tim. Das, ne? Da brauchen wir nichts zu sagen. Der ist halt eher einfach. Er hat die ganze Zeit jetzt immer die Situation an sich gerissen gehabt, was mich tierisch genervt hat, weil da kommt kein anderer irgendwie mal dazu, was zu sagen. Ja, ich spiele Musik. Ich gehe jetzt dahin. Ich mache dies, ich mache jenes. Da kam kein anderer mal zum Reden irgendwie. Er hat die ganze Zeit Situationen an sich gerissen. Klar müsste man dann anfangen und müsste sagen, ey, ich mache jetzt auch mal was. Ist aber meistens so schwer, wenn man dann halt so einen Charakter hat, wie gesagt, der halt ein bisschen ruhiger ist, der dann halt eben alles so ein bisschen gelassen angeht, dem alles so... Beziehungsweise der halt ein Grummleger ist, ne? Ja, gut. Wir haben noch hier diese tolle Rasierklinge. Wo ist die denn? Rasierklinge, Feder, Erdnuss und Fernrohr. Ist das das Fernrohr? Nee. Da ist das Fernrohr. Die Feder. Ist die vielleicht bei dem Vogel? Nein. Hier ist im Übrigen keine Katze. Oder doch, hier hinten ist eine. Hier sind überall Katzen. Oh, krieg schon Angst, ey. Ach so, okay. Dann solltest du das mal tun, wenn die dir da irgendwie helfen können. Es ist nicht, also kann ich dir ja gerne auch erklären, wenn du da, das ist nicht schwer, da irgendwie ein Video zu schneiden. Easy. Ja, also es gibt die Möglichkeit, die werde ich jetzt aber hier nicht erklären und es geht auch nicht mit allen Programmen. Die werde ich nicht erklären. Guck mal auf YouTube, da findest du Anleitungen für diverse Programme, nicht für alle wohlgemerkt. Und manche Funktionen gehen auch in den Demos nicht. Zum Beispiel bei Premiere funktioniert in der Demo-Version das Multicore-Rendering nicht. Heißt, wenn du in den Video renderst, rendert das immer nur mit einem Kern von der CPU. Und das dauert dann halt eben massiv lange. So, und deswegen da nicht die Demo benutzen. Nicht gut. Ja, weiß doch. Ich weiß, Tim. Ah, hier ist übrigens die Rasierklinge, ne? So, ich habe das Gefühl, dass hier ist diese blöde Erdnuss. Ich habe die ganze Zeit schon gesehen, aber ich dachte nicht, dass das die Erdnuss wäre. Okay, jetzt fehlt nur noch die Feder. Die Feder. Wo ist die denn? Wo ist die denn?
Die sehe ich gerade nämlich nicht. Auch nicht. Gib mir einen Tipp. Hä? Wit? Da war doch keine Feder. Wir haben gefunden, eine merkwürdige Notiz. Jemand hat die Verabredung verschoben. Patronen, habe ich mir doch gedacht. Der alte Fuchs ist immer noch im Waffengeschäft. Weil sie zwei Patronen gefunden haben? Oder weil wir zwei Patronen gefunden haben? Ja, ist gut. Wie gesagt, ist alles gut. Ich werde nochmal über den Charakter drüber nachdenken, weil, wie gesagt, er gefällt mir aktuell auch nicht. Er kann halt, bis auf Türen öffnen, kann er nichts. Und das ist halt blöd. So, Rifleman hat ganz ohne Zweifel gelogen. Er hat bei den Wassermühlen auf Norbert Blüm gewartet, aber die Notiz nach wurde das Treffen verschoben. Was verbindet diese beiden wohl? Wir werden es erfahren, aber nicht mehr heute. Glaube ich. Ja, nicht mehr heute. Genau. Wir machen jetzt an der Stelle zumindest erstmal mit dem Spiel Feierabend, weil wir haben es jetzt gleich um 10. 2 Stunden Stream reichen erstmal. Das Spiel macht mich auch ein bisschen fertig und ein bisschen mürbe. Ich würde... Menü. Genau, ich würde... Spiel speichern auf jeden Fall. So, wir gehen nochmal kurz auf den Talk-Bildschirm. Ja, es geht auf jeden... Was? Ja. Es geht auf jeden Fall am Samstag weiter. Dann mit Two Point Hospital. Außer mir sagt jetzt jemand auch, dass dieses Spiel langsam langweilig wird. Dann können wir nochmal gucken, ob wir irgendwas anderes finden. Ansonsten dann, wie gesagt, unten stehen die Streamzeiten. Montag, Mittwoch, Samstag. Wenn wer Bock hat, zuzugucken, gerne. Ansonsten bitte einen kleinen Däumling dalassen. Der tut nämlich nicht weh. Das Einzige, was man dann bekommt, ist eine Benachrichtigung. Die kann man aber auch ausschalten, wenn man sie nicht mag. Der Daumen ist, ich glaube, da oben irgendwo zu finden. Das ist dieses hier, gefällt mir. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs zahlreiche Zuschauen. Du hast keinen Discord-Server, das ist aber kein Problem. Ich kann dir ja gerne meinen mal, also ich habe einen Discord, die kosten ja nichts. Ich kann dir gerne meinen Discord-Link mal zukommen lassen. Ich habe dich ja im Steam drinne. Kein Thema. Dann können wir gerne mal, weiß ich nicht, morgen oder wann auch immer du Bock hast, können wir mal schreiben oder so. Oder quatschen, besser gesagt. Und ja, haben wir noch irgendwelche schönen Themen, über die wir jetzt noch quatschen können, wenn wir schon mal hier sind? Los, schreibt mir was. Hi, noch bin ich da. Ja. Na klar, ich schicke den doch glatt mal rum. Dann mache ich doch glatt mal das Discord an. Moment, dann schicke ich euch gleich mal den Link. Rödel, rödel, rödel. Schon lange nicht mehr aufgehabt. Ich mache das auch nicht so oft auf, aber kein Thema, ne? Kann man ja mal machen. Und dann irgendwie, wenn ich weiß, dass da jemand da ist, dann kann man da ja mal. Wie gesagt, wir können auch gerne mal irgendwie was zusammen streamen oder was zusammen spielen. Das bin ich auch sehr dafür zu haben. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo finde ich hier diesen tollen Einladelink? Nickname? Nein, das ist es nicht. Sofort Einladung erstellen ist das, glaube ich, ne? Nee, das ist nur eine Einladung. Ich möchte aber einen Link haben. Benutzereinstellung ist es auch nicht. Wo finde ich denn den jetzt? Widget, ja, zum Beispiel. Aber für Widget muss man, glaube ich, mindestens, da müsste man mindestens 4 Leute haben, ne? Mindestens. Wo finde ich denn jetzt diesen Link? Leute einladen. Das ist doch eigentlich dieser. Versteckt Nutzer. Ah ja, okay. So, das wäre der Discord-Link. Da könnt ihr gerne beitreten. Da bin ich auch des Öfteren mal drinne. Also selten eigentlich. Aber wenn ich weiß, dass da Leute da sind, dann kann ich das auch gerne aufmachen. Dann können wir, wie gesagt, gerne mal ein bisschen quatschen. Kein Thema, da bin ich gerne dafür bereit. Wie, sie blockiert dein Widget. Was soll das denn? Ist aber nicht nett von dir, Sophia. Finde ich gar nicht nett. Soll das? Ja, wir finden auf jeden Fall noch jemanden dafür. Das ist ja kein Thema, ne? Alles kein Problem. Ich muss es mir auf jeden Fall erstmal holen, weil ich habe es nämlich noch nicht.
Ich fand es aber auf jeden Fall ziemlich lustig, weil dieses ganze Prop Hunt ist geil. Wir haben auf jeden Fall mal TDT zusammengespielt mit ein paar Leuten. Das macht auch mega Laune. Aber irgendwann hatten die Leute keine Lust mehr gehabt, weil das, ja, weil sie einfach keine Lust mehr hatten. Ja. Wie er hat das geteilt, hä? Hä? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Was soll das? Das ist aber nicht in Ordnung. Steam-Bibliothek gefallen. Ja, das weiß ich, dass man die mit anderen teilen kann. Und da hat sie einfach jetzt deins so, oder wie, oder was? Nicht nett. Ja, hi. Ich bin der D. Manchmal. Ach so, ja, stimmt. Wenn der eine spielt, kann der andere nicht spielen. Das ist richtig. Richtig. Genau. Schön. Ich habe hier irgendwie was bekommen. Freundschaftsanfrage. Nehme ich doch glatt mal an. Yay. Hi. So. Dann kriegt die Sophie auf jeden Fall auch eine. Wenn ich das finde. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Freundschaftsanfrage. Bitteschön. Freut mich. Okay, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, könnte man vielleicht noch. Nee, heute nicht mehr. Auf jeden Fall dann morgen oder so. Können wir ein bisschen im Discord quatschen. Würde mich freuen, wie gesagt. Was? Hashtag 0000? Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Kommt gut ins Bettchen. Auf jeden Fall die Hände über der Bettdecke lassen. Ne? Ihr wisst ja, ansonsten. Ne? Böse, böse, böse. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, spätestens am Samstag wieder. In diesem Sinne wünsche ich noch einen wunderschönen Abend, wie schon gesagt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.